Guten Abend, und die Kamera funktioniert sogar. Mal gucken, wie lange. Hihi, hallo, hallo Stormei, hallo First Front. Hallo. Moin. Na, alles fit? Seid ihr weggepustet worden? Bläst noch. Ah, Mein Glück sind wie? Ich Häuser höre gar hoch. nichts. Ja, ich weiß schon. Ah, schön. Ja, ich bin jetzt gerade im leicht stürmischen Regen nach Hause gefahren. Und dann noch fix einkaufen. War ein bisschen stressig. Ich habe ein bisschen die Zeit auf Arbeit verbummelt. Und deswegen hatte ich jetzt ein bisschen Zeitdruck. Naja. Guten Abend an den Chat. Hallo Madcat. Hallo. Jetzt sterbe ich gleich hier. Hallo General. Hallo Xynam. Heißt das eigentlich Xynam oder Xynam oder Xynam oder. Ich habe keine Ahnung. Hallo Cortano. Hallo Creed. Hallo Parsival, hallo Ben der Bengel und vielen Dank für dein Follow. Xynam. Alter. Können wir mal ein Stream irgendwie einfach nur streamen? Vielen Dank. Warte mal, halt, wo ist denn mein Alert? Hier. Vielen, vielen Dank für 10 Euro. Nut, was heißt denn eigentlich Nut Nut? Ist das sowas wie Tut Tut oder so? Vielen, vielen Dank dafür und für dich das Arschbacken Community Herz. Dankeschön, Xynam. So, jetzt geht's weiter. Wen haben wir noch? Also, Ben der Bengel, vielen Dank für dein Follow. Hallöchen. Hallo, Bärentatze. Servus. Hallo, General. Hallo, Stormeye. Hallo, Foxy. Madcat hatte ich glaube schon. Hallo, Kirtano. Hallo, Ranigon. Hallo, First Front. Kannst du mich grüßen aus diversen Gründen und weil ich es kann? Hallo Cortano. Da fällt mir auf, ich muss mir das mal einblenden lassen. Warte mal, wo ging denn das? Irgendwo konnte man sich dass ich das abhaken kann. Ah, wo war denn das? War das hier? Ach hier, Kanalpunkte, warte. Und dann Personalisierungsscheiße und Anfragenliste. Da ist es. Zwei sogar. Wer von wem noch? Ach, von Sturmei. Los, grüß mich. Hallo Sturmei. Ja, wer das jetzt Hallo. nicht so ganz verstanden hat, es gab heute auf Twitter eine kleine Diskussion mit einer anderen Streamerin, die diese Art und Weise, wie man die Kanalpunkte einsetzt, ein bisschen kritisiert hat und meinen Standpunkt, glaube ich, nicht so ganz verstanden hat. Was okay ist, ich habe ja ihren auch nicht so ganz verstanden, aber es war ein bisschen lustig. Hallo Takahashi, Servus, hallo Foxy. So. Nein, schreibt Xynam. Okay, ich wollte zwar. Ja, ist okay. Okay, dann fahre ich jetzt. Was fährt denn der Cheater? Ich mach dir den TD. Ah ja, dann mache ich im Pseudo-TD. Achso, ich dachte, du fährst T30. T30 Aber habe da ich noch bist du nicht. noch nicht, ne? Nee, ich habe mir die 8er noch nicht gekauft. Dafür habe ich jetzt auch keine Credits mehr. Deswegen. Schon im Schwarzmarkt gewesen. Ja, ich habe mir die drei Befehle oder wie die Dinger heißen gekauft. Das finde ich. Das, also. Andere CCTs, auch deutsche CCTs, sehen das anders. Also es ist ja erstens nur auf die erste Kampagne begrenzt, also auf die Kampagne zum 260, die ja nun schon, wie viele Jahre ist denn die jetzt schon im Spiel? 4? 4 Jahre oder so müsste das jetzt sein. Also ich habe schon YouTube gemacht, als sie das eingeführt haben, die Kampagne. Und ich weiß ja, dass Murp damals hardcore-mäßig sich zum T55A durchgegrindet hat und immer mega am Rumkotzen war. Damals waren die Aufträge auch noch deutlich schwerer. Ja, das und 1500 Gold, natürlich insgesamt, dadurch, dass es nicht in der Stückzahl begrenzt ist, wird Wargaming da auch seinen Schnitt machen, ja, keine Frage. Aber es ist halt nicht so, so ein gefühlt gieriges Ding wie die Sache mit dem. Der steht, der 44. Die Sache mit dem Type 59 in Gold. Ich war übrigens gespottet hier. Mozi VIP Resub Mr. Sprotte, incoming. vielen Dank für den Resub. Du kriegst gleich ein Arschbackenherz. Warte, ich muss ja erstmal noch versuchen, den Light raus. Oh, scheiße. Oh, der hat mich nicht gespottet. Null.
steht, Scorpion. Ich hab noch. Ja, Mr. Sprotte, vielen Dank für deinen Resub. Moin allerseits. Future Man Emote, danke. Vielen, vielen Dank. Ist eigentlich das, ist das Emote schon genehmigt, das Lauchzelot Emote? Oder sieht man das schon? Kann man das schon benutzen? Oder ist das noch auf Ausstehend? Ich vermute mal, dass es noch auf Ausstehend ist bei Twitch. Es sind ja auch nur drei Befehle. Brauchst immer noch einen zu erspielen, um einen auf. Ja, ja. Also von daher, in meinen Augen passt das. Ich habe damit kein Problem. Ich kann damit leben. Ich habe die gekauft. 1500 Gold ist jetzt auch nicht viel. Das sind 7 oder 8 Euro. Also, das ist natürlich immer relativ. Ja, ich weiß, dass für andere ist das viel Geld. Keine Frage. Aber ja, im Verhältnis zu anderen Geschichten, die da schon waren, dann. Ist noch nicht in der Liste. Ah, okay, dann ist es noch auf Pending. Da müssen wir einfach warten. Ich habe da keinen Einfluss drauf bei Twitch. Die müssen das halt manuell freigeben. Komme ich an das Mäuschen eigentlich ran? Ich habe auch eben geguckt, aber hier. Wow, 51 Hitpoints. Super Treffer. Ja. Der Gegner kommt aber nicht so richtig hoch auf dem Hill. Also so langsam jetzt, aber. Hast du stehen sie gut. Okay, jetzt drehen sie wieder um oder was? 50 TP scheint keinen Bock mehr zu haben. Dabei habe ich noch gar nicht auf die geschossen. Ich komme aber auch gerade an nichts ran. Oh, jetzt sind sie aber langsam oben. Oh, der war schön. 400 irgendwas auf den Heavy da oben, der wird sich. Ich wollte gerade fragen, was hat denn da 650 Alpha? Oder was macht 650 Damage? Aber das ist der T95 auf dem Udis gewesen. Och Mann, ist das dein Ernst? Hier, oh, ich verschieß. Das Mäuschen leider nicht in den Turm getroffen. Hallo Irondahl. Servus. Jetzt ärgern wir mal wegen des Doppelrohr. Schau mal auf eine andere Position. Oh, schade. Lol. Und dann wieder 79 oder irgendwas. Unsere Isu im Wasser ist aber auch geil. Ja. Hi Flipsy. IS-3, die jetzt da durchpusht. Hallo Shadowkhan. Naja, ist legitim. Ich meine. Ja, klar. Wenn da nichts. Unser STI finde ich hey, viel besser. Hey, ein neuer Mozi. Yes. Ja. Lol, der STA-1 schießt ja blind in die Büsche rein. Ach, das ist das dein blöder Ernst, oder was? Hey, ein neuer Mozi. Iron Hive, dankeschön. Und Rasha Kiel, auch für dich, vielen Dank, danke für den Follow. Und hallo Rumpelstilzchen, Grüße. Bin ich da gebaut. Muss der Doppelrohr durchschlagen, wäre auch mal cool. Ja, das wird schwer. Oh, dieser Udis nervt mich hier, ne? Verpiss dich. Ach, das ist schade. Hauptsache, ich stelle mich hier gefühlt einen Millimeter neben den turmlosen Pack. Klar, will es anfassen. Oh, was? Ich schieße unter dem 50 TP durch. Wo der steht. Ja, ich habe noch 3 Sekunden. Der ging auf die Oberwanne. Ich wollte eigentlich die Unterwanne treffen. Nimm's raus. Ich geh nochmal aufs Meisel. Ich bin auch gekettet, ey. Das gibt's doch nicht.
Ja, der ist gleich weg. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Jetzt wird's mir aber langsam zu dumm. Die Kommandantenkuppel vom Mäuschen nicht. Das ist die erste Runde. Kann man noch nicht sagen, wie es läuft. Aber es kippt gerade. Wir waren 2-0 in Führung. Ja, der Even hinten könnte ein kleines Problem. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh. Ah, ne, das war Nadja. Oh. Ja, ich hab euch gedacht, die kriegen raus. Die Runde kippt jetzt gerade. Schau mal nach unten. Richtung Even. Ja, hier stehen sie mit TDs und alles. Das ist. Das war auch was tot, oder? Ah, der I ist da oben, der Doppelrohr. Oh, schön. Die Mäuschen komme ich aber auch nicht ran. Aber du kriegst. Wir müssen aufpassen, dass der Even uns nicht umfährt. Obwohl du stehst ja da. Du hast bestimmt Schere drauf, oder? Ja. Hallo, ultimativ. Chicken, ist das richtig? Das ist aber so süß, hier kommt gerade unser Even neben mich rangefahren. Ich so, huch, was ist das denn? Fahr mal trotzdem mehr in die Richtung, weil umso später gehst du auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Smeisen da drauf mache. Die Unterwand ist halt echt klein vom Teil. Ach, das gibt's doch nicht. Ey, ich fahr da hinten weg. Was macht der Udo? Das fährt jetzt auch hierher oder was? Langsam geht der mir auf den Sack. Oh! Steht hier 95, ihr müsst aufgeben. Das Mäuschen ist ein One-Shot. Ich hab's gerade angezündet. Oh, warte. Ja, mach's mal weg. Ich bin, hab den Turm wieder nicht getroffen. Ansonsten, wie lange hast du noch? Ziel noch ein. Ne, ich muss einziehen. Wenn okay. Du kannst, dann mach's weg. Na, ich warte jetzt auf dich, wenn du gerade einziehst, ja, dann. Splash. Okay. ST1 ist wieder offen. ST1. Achso, oh, fuck. Ui. Was ist. Ja, genau, da steht noch ein Wrack oder was? Der steht hinter dem Haus, da komme ich nicht ran und den Charit hier. Löschen halt ein wenig an. Kann sein, dass ich ihn getrackt. Und der Schuss war gut. Der Mann ist ins Haus gegangen, ne? Nein, genau dahinter. Oh, okay. Jetzt ist der Udo schon wieder. Kann den mal irgendwer wegnehmen? Der mag dich. Das ist. Ich fahr da vorne hin, hier, weißt du? Da stand ich als erstes. Alter, genau. Der T95 schießt hier blind rein. 890. Was für ein Dreckidiot, ey. Das ist mal ein netter Halbo. Ja. Und er schießt APCR. Gut. Das heißt, nochmal Position verlegen, weil der Udis hier. Entweder war der offen oder was anderes. Hallo Felten, servus. Ey, zwei Leute, die hier blind reinschießen, wenn ich in den Busch stehe, das ist schon wieder. Das hat schon wieder Geschmäckle für mich. Der geht mir echt auf den Sack. Jetzt fährt er hier hinten an meine Position schon wieder. Erwischt. Das ist nicht richtig mit dem. Oh, den Charity-Tür komme ich ran, den kann ich. Hat der wegen weniger? Ja, der war One-Shot für mich, locker. Der war 260 oder irgendwas. Da haben wir vielleicht doch ein bisschen dezimiert. Ich fahre auf jeden Fall jetzt nicht nochmal in den Busch rein, weil beim nächsten Treffer bin ich nämlich tot. Die Arti hat jetzt hier auch reingesplasht in den Busch. Sag mal. Guck dir das an. Jetzt, der fährt schon wieder hinterher. Jetzt bin ich offen.
Oh shit. Und der geht nicht auf. Sag ich auch mal hallo. HWK steht vor mir. Oh. Und Skoda ist aber auch hier. Hinten. Die stehen da bei K3 oder was? Ja, hier. Skoda müsste hier ungefähr sein. Ich hab jetzt gerne nochmal auf den T95 reingekackt. Gegner versunken, HWK. Was? Wie dumm muss man denn bitte sein? Okay. Ja, die haben halt trotzdem noch den Even 90. Wir zwar auch. Oh. 890 gibt der mir, ey. Meine Herren. Och man, na, der denkt halt, dass es eine gute Idee ist, wenn da zwei TDs stehen. Ja, genau. Also, da hinten ist wahrscheinlich noch der Even. Und der Skoda ist definitiv da. Hm. Na, ich bin... Skoda. Oh, der nee, der Even ist weggefahren. Dann ist es bloß der Skoda. Dann ist der jetzt nur der Skoda. Oder der T44, kann auch noch sein. Nein, vorfahren, du Arschloch. Oh, passt. Ja, ich hab den großzügig vorgehalten und jetzt ist der weggefahren. Der Skoda schießt APCR. Der STA-1 und der T-44 könnten da auch stehen, ohne dass sie geschossen haben. Ach, ich push wieder. Dann gehe ich nicht auf. Ja, toll. Das sitzt jetzt... Oh, was soll denn das? Kriegst du den T-95 irgendwie, Nadja? Ja. Versuch's. Hä, wie schnell schießen wir? Komm schon, treff halt immer richtig jetzt. Ja, oh, den kann ich. Warte. Triff! Yes. Da hinten fährt der STS. Sehr schön. Ich hab noch 22. Ich hab im Boden geschossen, natürlich. Ich versuch mal weiter vorzukommen. Ich hab immer noch den Even 90. Aber gut, wenn der hinten im... Oh, fuck. Da ist der ST. Ja, da komme ich aber gleich ran. Ja, dann... Oh, da ist der Skoda. Danke. Oder so. Kriegst du den Skoda, sonst splash ich. Mach weg. Ja, ich zieh noch schneller weg. Ich laufe. Hä? Nett? Das wird ein wunderbares Unentschieden, würde ich sagen. Na, wobei. Da ist der Skoda. Schön. Ich gebe Vollgas, aber ich kann nichts versprechen. So, ich ziehe schon mal ein da hinten in dem Eck. Warte, komm ich ran? Ja, ich hab auch. Ist weg. Ah, das sind noch 20 Sekunden. Panthera kriegt Beschuss. Ja, der Panthera wird beschossen. Okay. Oh, komm, der ist One-Shot, mach ihn! Yes! Sehr schön. Das war doch mal angenehm. Kannst du mal bitte den Objekt 430 fahren? Aber warum, ey? Warum, Lucky? Warum willst du immer die Panzer fahren, auf die ich gerade keinen Bock habe? Also ich habe doch in den letzten Wochen mich genug übers 430er aufgeregt. Das muss doch jetzt nicht sein. Oh, was habe ich alles getroffen? Ich habe auch noch was blind getroffen. Ja, vom Schaden her waren wir hier die maßgebende Crew. Ich habe auch endlich mal eine Gore-Medaille. Den STA habe ich blind getroffen. Ja, kann mal gucken, habe ich den blind getroffen? Nee. Oh, den Chariot hier, die 413 zogen da hinterm Haus. Raging, vielen Dank für den Horst und willkommen an deine Zuschauer. Na? Wie lief's? Wie lief's? So. Nochmal, Nadja, oder?
Ich hätte noch eine neue Arti. Die lasse ich jetzt erstmal stehen. Na, dann fahre ich jetzt Arti. Kann mich verarschen? Ja. Hey DBG, servus. Du, was ich? Sandbox gespielt. Wie ist denn das mit der HE? Lässt sich das was kann denn noch schlimmer sein? Spielen? Jehova, Jehova. Ich werde dich schändlicher, wenn du noch einmal Jehova in den Mund nimmst. Das reicht, werde ich geschmissen. Hey, ein neuer Mozi. Ach, ich, ui, sorry. Iron Dahl, vielen Dank für die 100 Bits, Dankeschön. Und Crash Me Daddy, vielen Dank für deinen Follow, willkommen. HE, ein 100 mit der HE macht fast nichts mehr, okay. Ja, das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ne? Die HE-Berechnung ist ja jetzt halt ein bisschen eine andere, aber sie kann halt nicht mehr pennen. Die Frage ist, ob die Änderung in der Formel das halt ausgleicht. Und ich denke halt auch, also ich bin da, ich weiß es nicht, ich bin halt skeptisch. Hallo Panama. Ich krieg meine Nüsse nicht auf und ich weiß, das klingt falsch. Tja, dafür hast du jetzt ja. Oh, ich sag euch, das Wochenende, ich bin so ausgelaucht. Also, wenn der Radpanzer irgendwie ansatzweise in die Richtung hier fährt, lasse ich ihn durch. Warum? Der killt dann die Art. Panzerkampfwagen 7. Hallo Schattengoblin. Guck mal. General erst, wenn du selber mal genug Zehner fährst und nicht immer nur Loten hier. Ui. Läuft. Ich bin offen. Was macht denn der gegnerische 13-9? Der steht einfach nur rum oder was? Weiß ich nicht. Oh, da ist der Jodel. Ja, kann denn mal jemand den EBR 90 rausnehmen? Weil das sind doch alle. Die warum fahren, jetzt, die fahren als Kreise umeinander oder was? Ja. Echt, das ist dumm, ey. Der Tanz des Todes, haha. Oh, guck mal, da ist noch was. Na, guck mal, unser ist tot. Oh, ich verpiss mich. Ich verpiss mich doch nicht. Ich hätte Bock auf die Minimaus. Oh je. Gut, aber eine Menge. Die habe ich ja gekauft. Ui je. Was ist denn da los? Gut, dann fahren wir doch auf keine Scout-Position und machen wir nicht. Nee. Das sieht aber nicht lecker aus. Ich verstehe das nicht. Irgendwie fliegen im Moment meine Schüsse. Keine Ahnung. Aber die Stadt machen sie auch nicht wirklich, ne? Ja, mal gucken, wenn sie jetzt oben. Alter, der T95 ganz hinten ist einfach mal langsam. So, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ja, das ist mir bewusst. Und auf den U ist hier. Kommt da viel. Der Ding ist da. Oh. Der Radpanzer, oh, der nee, normale Leit. Ja. Boah, das ist jetzt ekelhaft. Das muss wehtun. Das 430 ist getrackt. Achso, das ist bei dir da. Oh, Tütze. Aber er ist halt heute ui, Twitch, achso. Gut, dass nicht durchkommt. Ja, genau, als wenn ich noch immer offen bin. Pennerbacken. Pennerbacken? Ja, alles Penner. Und Backen. Ach, Spacken zusammenkneifen und dann.
Es ist noch haltbar. Wenn da jetzt mal ein paar Kanonen rausgehen, der Patton zum Beispiel und das Objekt, dann... Okay, ist schon mal gut. Oh, der EBR jetzt von der anderen Seite. Scheiße, ich war bestimmt offen. Oh, das Objekt ist kettet. Speed One-Shot. Gekettet. Er hat mich auch aufgemacht. Das Objekt 430 geht halt nicht auf. Der Hartpanzer holt mich jetzt hier. Oder? Verschossen. Warum schießen die... Ach, die stehen so weit in der Stadt drin. Fuck. Ja. Ich kann halt jetzt nicht in Ruhe aimen. Jetzt mal wieder hoch. Oh Mann! Scheiße. Wo sind denn alle hin eigentlich? Sehr schön. Radpanzer wieder oben. Ja. Bin halt leider... Und. Oh, schöner Hit. Oh, fuck. Jo, läuft. Das wird immer besser hier. Komm jetzt zur Jagd. Ja, ich bin auch offen gewesen. Ja, der ist mitten übers Feld gefahren. Läuft. Woher? Besser tippen, mal schnell die Artemission so machen. Ich dass das hier nicht aufgeht am Haus. Was? Ja, gut, artig spielen ist eigentlich. Also, gibt da keinen Trick dabei. Du musst wie mit anderen Panzern gut spielen. Und mit der Artie halt sogar noch mehr Glück haben. Weil du bist halt auf Gedeih und Verderb mit deinem Team ausgeliefert. Hallo, Terzlator. Hallo. Sachs da. Anhalter. Servus. Nee, also. Artie ist halt mehr RNG als andere Klassen. Oh, Kratalo, was da passiert? Caps Lock. Alle tot? Läuft. Ja, die Stadt pusht nicht. Und irgendwann unser Leid geht gegen deren Leid raus. Hallo, Apollo. Wir hatten den dummen Radfahrer, wir haben einen guten Radfahrer. Also naja, dumm, der hat halt, ich hab's nicht genau gesehen, was passiert ist, aber der Gegner hat halt am Anfang rumgestanden und unseres halt gefahren. An für sich ist es okay. Ist rübergefahren, jolo, tot. Naja, ist aber erst, also der, er ist erst auf dem Rückweg ja aufgegangen. Der gegnerische Radpanzer stand ja im Prinzip schon auf unserer Seite. Ist ja wurscht, also. Pff. So, lasst mich mal, bevor wir jetzt hier noch mit dem Zehner anfangen, mal noch irgendwie ein bisschen Credits machen. Nur schmeißen sie rein. Ne, ich guck gerade. Stimmt, Achter, oder? Ja. Warum muss ich denn drücken? Ja, weil du die Kommandantin bist. Guckt sich irgendwelche Videos an. Ja, ich habe jetzt den scheiß Dirty Dancing Soundtrack da weggedrückt, den brauche ich keinen. Warum? Wer? Ich brauche ganzen Road. Ich habe hier gerade so 80er Playlist und da ist ganz oben Dirty Dancing. Na, ist doch schön. Nee, ist nicht schön. War das denn nicht I had a time of my life? Nee, das ist was anderes, oder? Genau das Kacke. Du hast doch gar die Zeit eines Lebens hier mit uns beiden im Stream, ist doch toll. Ja, aber da brauche ich nicht so schlechtes Lied dazu. Ich brauche ein Party-Lied. So wie zum Beispiel Paradise City. Es geht immer. Was ist denn Paradise City? Von Guns N' Roses. Ich habe keine Ahnung von Musik. Ja, Silvester war zu schnell vorbei. Du hättest noch viel lernen müssen. Ja. Wiederholen. In meinem nächsten Leben, weil ich irgendwas mit muss.
Dann mache ich irgendwas mit Musik, meine ich. Ah, die ist meistens auch scheiße zu spielen, weil sie, weil zu viele in einem Match sind. Man klaut schon gegenseitig Kills, okay. Hallo ich Gadget. Ich war gerade die Einzige. Ui, ich war offen. Scheiß Garde. Mann. Ich schick dir dann den Ding, Stefan. Mhm. Jetzt gehen die dazu. Spot lieber, als was zu schießen, Pilot. Ich bin im Rilö. Da oben hochfahren mit dem Dings ist ja auch richtig gut, ne? Garde. Oh, der liegt auf der Seite, der hat 2DA. Und ich bounce trotzdem an ihm, lul. Wie dumm. Der lacht da, ne? Oh, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Was hat denn der für eine Gunblende, der Chimera? Oh, keine Ahnung. Ich weiß bloß, der hat einen fiesen Alpha. Hier, Arti, bist du ready? Kannst du mal hier hinflacken? Macht's nicht. Komm nämlich nicht durch bei ihm. Komm, Arti. Nee, die AT schießt lieber auf der Heavy-Linie, da kannst du keine Unterstützung haben. Ich ping da drunter. Naja, gut, die sieht aber auch scheiße aus, die Heavy-Lane. Steht ja auch nur viel. So, müssen die da hochkommen lassen, dann kann ich nicht. Ja, irgendwann war es klar, dass er trifft. Wie hat denn der jetzt überhaupt getroffen, ey? Ja. Ich fahr weg. Ich hab keinen Sinn. Mhm. Das ist zu gut wie verloren. Ja, die Heavy Lane ist schon durch. Komplett. Ja, Arti, ne? Merkst du was? Ja, ach, die sichersten Schüsse und ich verkack die einfach. Das ist so deprimierend, ey. Ein Progetto mit Alter. APCR, ein TS5 mit Heat, Alter, läuft. Das ist doch peinlich, oder was, Alter? Ja, die stehen echt noch so, dass ich nirgendwo an den Weak Spot rankomme. Das gibt's ja gar nicht. Oh Mann, ey, ich mag diese Map. Oh, der hat getroffen. Ein Reload. Tschüss. Hallo Storix. Schon von hinten. Scheiße. Rechts. Ich komm nicht durch. Oh, 1 zu 12, das ist ja mal eine richtige Teamleistung hier. Ja. Guck mal, da ist der Goldprogramm wieder.
Schade. Hey, ich bin der Letzte. Hallo. Hallo. Scheiß Radpanzer. Was scheiße. Ja, die einzige. Nein, wir haben 4 Kills. Wir hatten den 4. Kill gemacht. TS5. Das war eine Only 8er Runde. Warum schieße ich in einem TS5 Feed? Verstehst du? Weil ich kann. Das Glück ist wieder mit den Dummen. Ich muss mal kurz gucken, ob man dem Chimera irgendwo am Turm pennen kann. Kommandokuppel bin ich durch. Naja, gut, aber die Muster habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Was ist das denn? Ja, gut, der war so nah vor mir, also ja, den habe ich treffen müssen. Naja, eigentlich, wenn ich neben die Kanonenblende schieße, müsste ich da eigentlich mit einer 50-50-Chance durchkommen. Die Blende ist halt scheiße bei dem, aber die Kanonen, also der Turm selber, ist jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Und ich habe wie viel mit dem Pro Ghetto? 212, sogar mehr als 50-50. Hm. Naja, gut. Oh, läuft. Hm. Was haben wir denn Schönes? Keine Lust auf das Eckengebumse da vorne in der Heavy Gun. Was fährst denn du, Renegade? Na, hätte ich auch nicht. Hey, wir haben Helene Fischer dabei. Oh Gott. Aus dem kleinen Hoppler. Ja, da hallo Zeus, servus. Ich find's super. Und der Waldemort. Waldemort. Oh Gott, der ST1 hat einen Stockturm drauf, wenn ich das richtig sehe. Ich heiße Elvin. Elvin! Ich bin da der Bruder von Melvin. Ich wollte gerade sagen, ich heiße Marvin! Ich bin Helga. Fahr mal schneller da vorne. Hackt es? Wo ist das denn getroffen? Ich sehe das nicht mehr. Ich warte jetzt hier auf euch. Alle von den Chipmunks, ja genau. Fahr du mal schneller mit deinem Renegade. Ich gebe schon Vollgas. Hm. Aber das ist so typisch Ami, viel Hubraum und nichts dahinter. Oh, ich habe schon was gefunden. 10er pro Ghetto. Das ist wie bei den meisten Männer. Komm, wir fahren voll drauf, oder? Naja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Er lässt sich da fallen. Boah, ich komm nicht durch. Bin ich. Hä, wo komm ich da nicht durch? Guck lieber mal nach, was an der Ecke steht. Schon mal, du fährst da jetzt so. Adi hat. Ich fährt schon wieder blind links rein. Geht nix. Ja, ne, aber du hast den Turm schön zur Seite gedreht gehabt. Wenn da jemand stand, der hättest du voll ins Brett erstmal an die Seite gekriegt. Voll auf den Nuss. 2-1, Risiko. Ja, ja. Oh, siehst Panama, du? Was da passiert? Spaghettino. Ach, links. Und noch ein Lobby. Hi, hallo. Pass auf, dass du nicht von oben beschaust. Oh Gott. Tschüss, Nadja. War schön mit dir. Ghetto steht hier. Guck lieber mal hier vorne an die Ecke ran. Bin unterwegs. Also der Progetto hat jetzt hier drin? Ja, ist Musser. Musser ist doch ein Zehner. Ach ja, hab ich vergessen. Und die Lore hat auch auf jeden Fall ABCR drin. Ja, muss. Die hat auch einen guten Pen, warum? Ja, die hat einen richtig guten Pen. Aber die ist halt dumm. Was steht da noch hinter? Arti hat. Ja, die Arti bumste halt auch rein, deswegen bin ich auch weggefahren. Pussy. Ja, ich bin im Medium. Unten pro Ghetto.
Ja, er steht. Stand. Ich bin leer. Lori vor dir. Ja. Was eine Granate wird. Da komme ich da wieder nicht durch. Die kommt nicht. Kommt die? Könnten hier hinten mal Unterstützung gebrauchen. Der Progetto in der Mitte. Der E50 macht den nicht auf. Ah, die hat. Aber schon wieder lustig, dass unsere zwei Zehner schon wieder tot sind. Okay, drei Zehner. Drei Zehner, die kämpfen können und sind tot. Wow, richtig gut. Komm in der Seite vom Progetto nicht durch, was ist das denn? Der Nightbot hat schon immer keine Links gemocht eigentlich. Schön, der Progetto in der Mitte ist schon mal raus. Ich bin leer. Solange halt dort die Arti hinfappt, ist halt scheiße. Da ist ein Loch hier. Du musst hier so weit rüber pieken, das ist echt kacke. Ja, das Frack von Sturm ist auch jetzt im Weg, ne? Ja, ja. Was? Genial gestorben. Ihr seid schon mit nichts zufrieden. Ja, wir pushen. Wir tun. Ich hab nicht gesagt, wir pushen. Ich hab gesagt, wir könnten. Okay, scheiße, geh weg von mir. Aber die haut ab, ne? Ich warte nochmal ein paar Sekunden. Mhm. Push ab. Da ist der Jagdtiger. Hey, Apollo, vielen Dank für dein Follow. Von dem Busch aus kann man eigentlich auch, aber der steht zu weit rechts, da komme ich nicht ran an den Jagdtiger. Hallo Timo, servus. Sieht denn die Heavy Lane aus? Die kriegen aber auch nicht richtig den Finger gezogen, ne? Nee. Ist alles nicht schön. Ist der durchgegangen oder? Ich hab nicht hingeguckt, ich war gerade in Bewegung. Auf welchen Busch hast du geschossen? Auf, warte. Kann ich gleich nochmal. Sehe ich nicht, weil hier ein Baum im Weg ist. Grille ist da hinten, das sind eigentlich nicht mehr so. Krieg zweimal Arti, den schießt mir der Progetto mit Heat ab und du hast bestimmt ausgemaxte Sichtweite in deinem Renegade, oder? Oh, guck mal. Ich nehme mich nicht. Jo, ja, Progetto schießt immer noch Heat als Zehner. Ich muss Heat ballern auf Achter. Ich bin Top-Tier. Und schwul. Und dann mit Heat bouncen, so richtig armselig. Wo steht denn der ungefähr? Der rechts neben den Jagdtiger. Okay. Richtig so eine kleine Spuchtel. Gut, aber Lori schwul schießt ist, auch ab bitte eher. Weiß ich nicht, aber. Ich hab jetzt mal APCR gelabert, das ist dumm. Renegade.
Ja, da komme ich nicht ran. Hast du da, kannst du da hinschießen? Ja, ja. Oh, zu viel Steine. Ja, da ist er doch. Oh, ich verschieße die Lochi. Das ist ja meine Geld. Komm wieder nicht ran, weil Steine im Weg. Da ist er weg. Ja, jetzt ist es eigentlich bloß noch der Punkt. Da ist der Punkt. Scheiße. Naja, ich bin unterwegs. Shit. Ja, genau. Wieder der halbe Snapshot, der nicht trifft. Aha, kleine Heatschwuchtel. Ich bin spotted. Ich auch. Fang du dir mal die Nati-Schuss. Ja, hat sie. Ist der weg? Ja, hab ich gemerkt. Ja, ich auch. Ach so. Die hat mich hier hinter genau getroffen. Ne? Was? Wo steht die denn? Hier hinten. Boah, das ist er, okay, du hast aber nicht mehr so viele Hitpoints, ne? Nee. Ja, über 300, sagt man nicht. Oh, scheiße. Jetzt kommst du da easy peasy ran. Jagdzieger fährt? Ja. Jetzt ist Ketten rauf, komm, geh. Das ist sehr schön. Oh. Aber Support, Mensch. Ich hab mich. Ja, insgesamt. Bei Nadja üben wir das nochmal. Ich hab Pech. Was genau? Rein. Ja, mit dem Reinfahren. So richtig Zeit. Es war Verkettung, ungünstige Umstände. Ja, 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 ja. Das ist öfters. Unüberbrückbare Differenzen waren das. Keine gute Runde von mir. Oh, Sturm, mal ernsthaft? Hast du das gerade in den Chat geschrieben? Oh, ja. Ich habe in Mr. 100% rezitiert. Das sind aber keine Anführungsstrichen dabei. Ja, aber es steht drunter. Ach so. Also, ich habe nur AP geschossen. Ich war ganz brav. Wer schreibt mich jetzt hier an? Oh, hallo. So. Hallo, oh, ich Luna. Hab was blind getroffen. Sag ich doch. Oh, ich hab einmal blind den Progetto getroffen. Blöd, Mann. So, jetzt verkacke ich bestimmt. Oh, ich kann den gar nicht fahren. Da ist keine Mannschaft drauf. I'm sorry. Ich kann ihn nicht fahren. Oh, Nadja. So, ich hab doch gesagt, ich hab noch einen. Waschen? Ja. Ei. Ich fahr meine heute nicht. Na los, dann schmeißt du rein. Wo du jetzt weinst. Nö, jetzt passt schon. Drin. Ja, aber nicht drauf geschult. Was fährt denn der Cheater hier? Ein Panzer, mit dem ich nichts treffe. Oh Gott, drei Artis. Alter! Oh Scheiße, wo soll ich denn jetzt hier hin mit dem Panzer? Ich kann doch nicht auch mit jedem TD spielen hier bei H0 oder J0. Oh, Dreck. Nee. Nicht mit dem. Mit dem PDA hätte ich das jetzt gemacht, aber nicht mit dem. Ich spiel halt auf J2. J2. Ja, was soll ich denn da hinten rumstehen? Ach, du bist kein TD, oh. Nee. Wenn ich TD gewesen wäre, dann hätte ich jetzt schon gewusst, was ich mache. Aber jetzt so in dem. Ich fahre doch nicht bei drei Arten auf F1 zu fahren, das ist das Dümmste, was du tun kannst auf der Map. Ich wollte mal auf dem T95 dann einfach rum, Nadja. Weil der braucht er. Ich mach doch eh keinen Schaden mit der Art. Doch. Das ist ein Brite. Ich hab die große noch nicht. Ja, ist egal, dann.
pimmel den halt an. Am besten wieder in die Garage, ja. Ich fahr erstmal hier hin. Nadja, sieh zu, dass du mit deiner Art hier in die Richtung kommst. Warum? Ja, guck doch auf die Minimap. Das ist alles gut? Ja. Deine Deckung besteht aus einem Light und einem Udes. Hi DJ, servus. Und der Udes scheint aber auch keine richtige Motivation zu haben. Und die Ruhe steht auf der falschen Seite. Also der Ruhe steht auf der falschen Seite. Der spottet überhaupt noch nicht mal in die Einzellinie. Das ist doch. Warum bin ich denn hier jetzt alleine? Ich würde jetzt gerne hier reinfahren, aber nicht alleine. Ich bin im Reload. Brauchst noch ein bisschen. Muss noch ein bisschen warten. Was fahr ich denn jetzt dahin? Ja, wo die andere Badge steht irgendwie. Also die andere Der Peter. Der Peter? Peter? Ja. Peter. Das war einfach klein. Oh, ist das ein F? Oh, das ist ja ein Chieftain davon. Oh, ist Ghostbuster Lead, geil. Ja, der Chieftain hat gleich ausgechieft. Das dauert aber lange, bis der alles ausgechieft hat, ey. Ja, weil sie wieder dumm sind. Ja, Irondale, das ist perfekt für die Art. Die habe ich extra so drauf gemacht. Alter, ich einfach null Damage auf den machen. Scheiß Kaliber der Kanone. Na komm. Jetzt auf den E75. Jo. Schön. Reload. Mhm. Oh, ich mach keinen Damage mehr die Runde. Ich hab. Ah, scheiße. Warum ist passiert? 1111 Damage. Oh. Na, fährt er nochmal zurück? Ja, komm, weiter, du blöder Progetto! Nee, nicht dann neu. Nee. Oh. Der steht. Wow, für 14 haben mich treffen. Stehendes Ziel. Es steht 7 zu 3, ich hab gerade mal einen. Ja, genau. Raus. Was ist eigentlich der D95? Wir haben doch gar keinen gehabt. Nee, ich weiß nicht, was da Timo erzählt hat. Oh! Hm. Was denn? In welchem Gefecht ist. Was denn? Wir haben gar keinen D95. Hab ich doch auch gar nicht gesagt. Doch. Doch. Wann das denn? Am Anfang der Runde. Am Anfang. Nö. Ich soll immer schön auf den D95 schießen. Blöder ja. Leo, bleib doch stehen! Auf den T95 Chieftain, du Pappnase! Ah. Ach so. Der ist in die Stadt gefahren und hat sich die Buchsen ausziehen. Heißle hier. Der E4 steht super. Und es kettet. Ja, jetzt ist aber leider zu. Hinterm Haus. Noch mal zwei Schuss in den Zenturion. Das muss wehtun. Wirkungstreffer. Och, come on, ey. Was ist denn das für eine Drecksrunde hier? Uiuiui, 850 Betäubung auf den. Yes. Ja, der Belohnungs-Chieftain, der kann schon was brauchen. Oh, oder? Ja, genau, Arti hast kein besseres Ziel. Der muss halt nur Hold-Down stehen. Wenn der Hold-Down steht, ist das Ding ein Monster. Kannst nach A1 direkt fahren, da steht die Arti. Ich will erstmal noch ein bisschen was auf den Udes haben hier. Ja, der fährt ja nicht weiter, das ist ja. Und der E-Mail hinten. Oh, kämpft. Der bleibt echt stehen, scheiße. Ey, einmal Damage aus drei Schüssen, ey. Oh, da wurde gestunt. Ja, schieß Gold. Noch ein Schuss, wir haben noch einen Schuss.
Oh, come on, ey! Oh, was für ein Dreckrunde! Ja. Ach, nur nachher gefahren, ey. Das einzige Clip war auf den E75. Das war alles, was ich in der Runde gemacht habe, ey. Wenn der Chief der in Holdown steht, kriegst du den eigentlich nicht durchschlagen. Ne, da musst du dann, da brauchst du eine Arti. Ja. Umdrehen und wegfahren ist das Beste. Boah, das war eine keine schöne Runde. Ich bounce von, weißt du, dass der Udes eine gute Winklung hat, das sehe ich ja ein. Aber ich stehe auf dem Hügel über ihn und schieße von oben auf ihn runter und komme trotzdem an seiner Oberwanne durch. Also bitte. Naja, das ist schon ein bisschen scheiße. So. Ach guck mal, hier bin ich am Samstag schon gefahren. Das war eigentlich ganz lustig. Lass uns anfassen. Komm, meine Frauencrew will raus. Nadja. Ja. Ja. Die Combo kenne ich, da bin ich gestorben. Jetzt ist noch ey, was ist das für ein Witz? Ich war am Samstag auf der Karte mit dem Panzer, genau von der gleichen Startposition. Was ist denn das jetzt? Naja. Oh, mein Name? Einmal quer will ich das durchkriegt. FCJVKPFCJLGNTBR. Läuft. Ich heiße Killem. 2015, 13. So, wo wollt ihr hin? Ich fahr nach rechts. Also ich bleib hinten stehen. Na gut, du bleibst nicht hinten stehen. Ja, mit dem bleib ich ganz sicher hinten stehen. Oh Gott, zweimal KV5. Ja, Luna, das ist ganz geil. Ich überlege jetzt noch, ob ich bin. Ich bin am Samstag hier an dem Busch stehen geblieben. Das hat halbwegs funktioniert. Aber wenn ihr vorne bis an die Ecke ranfahrt, dann bin ich hier useless. Da dann ja. Junge, entscheid dir mal, was Team. Na, Lansen. Ja, offen. Ich noch nicht. Das Objekt pusht da rein, okay. Ui, brennt. Ja. Ciao. Der Bossig steht da. Wie viele Artis haben sie? Eine, okay. Arti steht auch dahin. Oh, ich hab's auch vergessen, scheiße. Adi! Adi! Der Adi! Also bei meinem Name, der wundert dann gar nicht mehr was. Da sind alle Buchstaben drin, die sonst irgendwo fehlen. Oh Gott. KV5. Steht. Ja, ich muss erstmal hier irgendwie rankommen. Ich hab einen Maulwurf tötet. Schön. Oh, Sumua. Steht da oben. Steht wo hier. Ist oben? Okay. Und Sniper da rein. Das ist natürlich jetzt scheiße für mich. Weil damit bin ich hier. Ja. Hinter dir?
Also nicht hinter dir, aber. Ja, ich seh's. Steht. Hinter wem jetzt? Der KV5 da vorne nervt. Problem ist, dass der Sumua. Okay, der Sumua kann immer noch von da hinten schießen, ne? Drücken wir den raus, ja. Hinter euch. Nehmen wir hier nicht zu. Nee, nicht drücken. Boah, Sig hat. Oder Kommando, der die große. Ja. Die 57 Block hat er die große drauf, ne? Ja. Ah, der hat keine. Ach, so. Mit Heat hat er geschossen. Okay. Wer denn? Der Borsig. Ach, der Borsig, ja. Ja, ja. Okay. Da ist er so. 750 habe ich geblockt. Scorpion G steht da auch, ne? Wo? Also ja, darf G1 oder was? Okay. Ja, ja. Ganz schön aggro, die Truppe. Wackel ich vorweg. Ja, kannst du machen. Ja, die stehen da immer noch in den Büschen. Ist der 100%? Nee, der ist doch nicht. So. Hinter euch! Ja, da müsst ihr machen. Ihr treff ihn halt nicht. Komm nicht durch. Gehen nicht kaputt, jetzt bin ich offen. Wo steht der denn? Oh, der hat schön kassiert. Direkt am Heisel. Sumua, KV5 oben über. Ach, komm schon. Wie bauen sich denn oben da? Auch nicht durch. KV5 oben. Ja, ja, ich bin dabei, ich bin auf dem Weg. Aber der Super Pershing muss rausstürmen. Kriegst du das hin? Nein. Läuft. Komm nicht hin, weil der T28. Was spottet steht, mich steht. KV5 steht. Ja, da muss ich aber mich komplett exp. Ich bin auf der. Schweidig bleiben, Jungs. Wir kriegen das hin. Die Arti hat mich jetzt auf dem. Ne, das war der Borsig mit HE. Hat er jetzt HE drin? Ja, naja, die große Gun, die ist halt nicht so geil von den Pennwerten. Jetzt kam die Arti mit 400. Da kommt gleich bestimmt nochmal der Zoom. Achso. Ja, da ist er. Oh, scheiße. Da ist der Scorpion G. Oh, doch, schon so weit. Also, ich bin One-Shot. Ich habe noch 106 Hitpoints. Oh. 489. Ja, auf das hin. Hier ist 2, so in der Mitte. Hier ist 2, 2. Interessiert mich jetzt aber noch nicht. T28 weiß ich halt gar nicht. Der hat nicht einmal auf uns geschossen. Bin offen. Ja, Scorpion von rechts. Der macht eh keinen High Road. Achso, doch, der ist im Gegnerteam. Hm. Macht. Ist unser Arti irgendwie auch mal da so? Schießt keine Ahnung. T28 auf der anderen Seite. Ja, okay, das ist schon mal gut. Ja, du kannst dich nicht zurückziehen, Nadja, ne? Doch. Dann schau, sag ich doch dir mal. Oh. Der Judex, Mann. Also das müssen wir nochmal fahren, Jungs, weil das war nichts Gescheites. Komm an den Scorpion nicht ran, der steht so weit hinten. Haha, gebaut. Komm mich nochmal, oder ist ein Haus im Weg? Ich bin mir nicht sicher. Hm. Ich habe auch ehrlich gesagt Schiss wegen der Art, die jetzt hervorzufahren. Hm.
Den habe ich gespottet. Das ist schon mal gut. Ja, ich sehe bloß. Oh, da kommt der Trisch auch. Hab ihm die Kanone vermutlich kaputt gemacht. Das war jetzt mal richtig. Das war komplett mein Spawning. Dann lass uns mal zusehen, dass wir den Scorpion hier noch raus haben. Ja, wir sind ja mittlerweile alleine. Ja. Ich weiß nicht, ja, wobei. Der ist es wohl kommt bestimmt. Ja, wenn der jetzt von links. Oh, da ist er. Schön. HE-Regel. Hati steht K1. Ich bin spotted. Hinter uns. Ah, ja. Wie zum Henker geht er denn dazu? Natürlich kommt er hier. Ja, nice, Takashi. Naja, aber du weißt ja zumindest, wo alle sind. Der andere kommt ja weg. Ich krieg jetzt die. Ah, okay. Ja. Schieß. Hätte mal den Doppelschuss genommen. Ja. Selber schuld. Haben die gerade nur noch gewonnen durch die Scheißart. Jetzt bin ich gespannt, aber den Deacon noch macht. Nee. Nee. Durch. Naja, ich dachte, gut. Das war der auch Pussy-mäßig hier. Naja. Ich weiß nicht, wie viele Hitpoints er jetzt noch hatte. Lass den mal noch low HP sein. Nee, ich glaube, der war ja erst am Ende gespottet. Der auf den hat, glaube ich, noch gar nichts gehört. Im Schwarzmarkt, im 17 Uhr Slot, gab es 3 Befehle für die erste Kampagne. Für 1500 Gold. Für mich jetzt ein halb. Es war okay. Also gibt Schlimmeres. Ja, 1200 gespottet, aber noch nicht mal knapp 1000 Damage gemacht hier. Was? Nochmal anfassen. Nochmal anfassen? Für 1 Million Bunde. Keine Ahnung. Nochmal anfassen wollen sie hier. Wie viele Credits habe ich denn jetzt hier verdient mit dem? Ich glaube nicht viele, weil ich da gerade mal 2000 Credits. Du fährst nochmal Super Pershing, ich fahr auch nochmal Super Pershing. Warte. Super Pershing. Wo ist er denn? Wo ist mein Super Pershing? Ach, hier. Flipsy. Kann ich. Bäh.
Wo will man denn hin, ja? Ich fahr auf die Heavy. Links. Du fährst auf die Heavy Line? Ja. Gegen den VK, okay. Viel Spaß. Also hast du wieder Stift in der Hose, oder? Klar, ja, pff, kommst halt nicht durch. Das ist halt... Mal schon. Flankieren. So ein Flankierhannes, ey. Ja. Hier, guck. Hier, das hat er, wenn er mich sieht. Steht am Turm. Was? Laxativ? Hä? Zünderabführmittel oder so. Wo willst du denn hin hier, Mr. Experte? Jetzt sag mal an hier. Ja, ran da. Direkt an die Ecke da vorne. Was unter dir. Lustig. Siehst du das? Was? Was? Hä? Was? Da ist so ein Balken. Der warst unter ihm und den hat's dann so hinten rumgeflippt. Na ja, ich hab immer einen Balken unter mir. Und der flippt auch immer. Alter, wo willst denn du hin? Ja, ran da, hier mit Madame dadurch, nicht da außen rum. Doch. Den kürzesten Weg mit einer Schippenröder. Tiger 2, wo ist der denn? Oh. Ja, na, oh, ach, echt, wirklich, oh! Ja, pass auf, der fährt da seitlich jetzt rauf. Steht. Siehst du? Boah, ja, Muni-Lager. Ich hab das Falsche repariert. Oh nein! Wir müssen ja nur kurz warten. Ui, Coco. Hat der ES3 geschossen? Ich treffe ihn nicht. Frechheit. Bin ich wieder auf APCR hier, ey. Ich hab noch 4 Sekunden. Haut ab. Ja. Sag mir lieber, wann der ES3 geschossen hat. Ja, kann ich dir sagen. Noch nicht. Bestimmt gleich. Ja, weiß ich nicht, Nadja, aber du kannst da im Prinzip ein bisschen Druck geben. Ein bisschen. Druck. Druck, ja. Druck. Der flankiert uns übrigens, der VK. Ja, der Dings, ja. Naja, da ist noch ein hier VK. Zwei. Jetzt ES3 schaut zu mir. So, hart, kann. Los. Ja. In 33 Sekunden habe ich auch wieder das Tripkit. Die hier zwei hat auch zu mir. Komm ich nicht ran. Komm, jetzt nehmen wir mal den ES3. Ja, lenk den da ab. Ich helfe hier in der Mitte. Ja, fahr mal ran da. Ich helfe hier mach in der mich Mitte. Nass! Okay, hat sich erledigt. Na, Nadja, was war denn jetzt? Ja, ihr seid nicht gefahren. Hallo? Ich bin hier im Dauerfeuer. Ja, und ich auch. Ist er nicht gefahren? Sagst du, von wo hat denn der Skorpion geschossen? Ja, von da hinten. Wo ist da hinten? Ja, ping doch mal auf deine Kappe. Vielleicht von da? Oh, die. Vielleicht auch von da? Ich weiß es nicht. Ey, dieses. Hallo, Mädel, Manuel. Ja, der Skorpion G hat geschossen. Unentspannt. Ich frage mich aber auch, wo ja, du jetzt deine Hitpoints verloren hast. Hat das alles der ES3 gemacht oder was? Nein, der Tiger 2, zweimal der Skorpion. Der ES3 hat zweimal geschossen. Ja, und irgendwann sind die Hitpoints halt auch. Tiger 2 ist weg. Die ES3 hat 2 High Rolls gemacht. Ja, ja. Ja, wenn jetzt hier hinten kein Skorpion steht, Nadja, dann hau ich dich. Oh, doch, da ist er. Ich werde hier schon wieder gemobbt. Ja, deine. Ja, entweder da oder da oder vielleicht steht er auch schon bei uns an der Bank. Es waren 2 Quadranten nebeneinander. Du musst halt ein bisschen gucken. Naja, es geht ja um die grobe Richtung. Mr. Mutzi. Was macht der denn? Och, come on, ey. Aua. Der Schwanzpanzer steht da oben. Der, was? Der Schwanzpanzer? Genau.
Schwarzpanzer da, drei da. Also das dort, heißt, wo er vorher stand, oder? Und der Dings, ja, ist hier, definitiv. Okay, na, ich fahre ja an den kleinen Schutthaufen im Cap ran. Hey Knacker, moin! Da komme ich nicht ran. Der lässt sich drauf, natürlich. Steht da nur noch die USB da. Ja, T-44 mit Standard-Moon, hast du Probleme gegen mich. T-44 kommst du klar, ne? Ja, der bounced. Och, die ISU steht da rum. Er ging voll durch ihre Panzerung. Schön. Das ist halt T-44 mit Standard-Moon gegen den Super-Pershing. Wenn er da nicht gerade glücklich irgendwie das MG-Port da trifft oder irgendwie, dann kommt der eigentlich nicht durch bei dir. Ja, Knacker. Das ist halt das Risiko, was er bei den Auktionen hat. Ich finde aber halt, mit Credits ist das immer noch so ein bisschen verschmerzbar. Weh tut's halt bei Gold. Also er ist mit knapp über 4,5 Millionen weggegangen. Ich glaube, wenn du glatt 4,5 Millionen gesetzt hast, dann hast du nicht bekommen. Aber 9 Millionen ist halt auch schon optimistisch. Du musst einfach überlegen, dass der Lansen ja für 8,5 verkauft wurde, Festpreis. Also da hätte ich hätte 8,5 und nicht drüber. Ja, das war doch in Ordnung. Oder Nadja, bist du jetzt immer noch nicht zufrieden? Oh, okay. Ich. Nö. Ach, na komm, ich will mich auch einmal aufregen hier. Nadja, komm her hier. Aber hey, ich habe für die schöne Runde immer in der Kiste gekriegt, gell? Mit Ausbildungsding. Ding. Ui. Ich habe meine Sonnenbrille da, warte mal. Der Mutz ist schöner Panzer, ja. Der ist grundsolide, der ist nicht OP. Der hat seine Stärken, der hat auch definitiv seine Schwächen, aber der ist echt. Der ist in Ordnung. Mittlerweile wieder, muss man aber auch sagen. Ach, ich muss, sorry. Ich krieg das heute nicht geschissen. Ich bin zu durch. Sind die Karten also schon durch, ja? Die hat man doch heute noch gar nicht. War das gestern? So. Boah, wenn ich jetzt nichts mehr treffe, liegt's an euch. Ja, das blendet schon ein bisschen, oder? Also, ich bin goldener Panzer, ich schieße Gold. Oh, guter Plan. Wo ist die 2? Wo fahren wir hin? Ich fahr zur Burg. Mit 2 goldigen? Er fährt zur Burg. Was? Was? Ich hab dich nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich sag, er fährt zur Ingeborg. Ach so, zur Ingeborg. Hey, schau mal, wie ich das Heu rumschieb. Ach nee, ist Stroh. Warum liegt hier Stroh? Was ist denn der Unterschied zwischen Heu und Stroh? Na, Heu ist vom Gras. Genau. Was und Stroh ist vom Ach, Korn. Stadtmenschen, ne, was reden wir ja, über? Ja, die Kühe sind auch noch lila und... Richtig.
Die Milch ist dann schon vorher Kakao. Boah, Kakao, hab ich das Kind noch getrunken. Aber nur wenn sie vorher Schoko gefressen hat. Oder ein Kuhflan. Hallo Phantom, ich bin spotted übrigens. Da steht was am Zauberbaum. Zauberbaum! Da kommt ein Evan. Ja, macht doch. Blöde macht. Blöde. Lalalalalala. Progetto vor uns. Bro, shoot, du. Komm, wir kümmern uns mal ums Even. Ja, lass den lieber noch ein Stück rumkommen. Ich wollte gerade sagen, wenn er rumkommt, dann bin ich da. Warum? Warum? Aber geil, dass unsere Scouts hier wieder Scheiße spielen. Doppelrohr vor mir. Ja, läuft bei euch. Ich habe keine Gun Depression. Arti hat. Scouts hier nerven von uns, ey, ehrlich. Also tut mir leid, aber die nerven. So dumm kann doch kein Scout sein, Alter. Was ist denn? Wir fahren weg, das ist viel zu viel, wir fahren weg. So, ich fahr weg. Ja, ja, okay. Ich muss erstmal zugehen, damit die nicht wissen, was ich mache. Bin offen, scheiße. Ja, na, der Standard B, ja, der da immer noch rumschießt. Ja, das war's jetzt schon wieder. Arti hat. Auf dich. Oh, ich hab Schuss. Standard B. STA-2 mit Heat. Ich bin tot. Diese Scouts von uns, das sind die größten Penner. Aber das ist normal in dem Panzer. Ich reg mich da schon gar nicht mehr drüber auf. In dem läuft's bei mir immer scheiße. Ich find's halt was ist hier los? Dass der eine Scout jodelt hinten bei uns da an der Dings rum. Der andere steht hier links neben mir. Hauptsache Scout fahren und nicht scouten, also das nervt echt. Vor allem beide. Sind die im Platoon? Ja. Nö. Nee. Ich hab den damals gekauft, bin in ein paar Runden gefahren, hab mich ein paar Mal richtig abgefuckt über den Panzer, find ihn eigentlich scheiße und deswegen wird er in der Garage bei mir verrotten. Was? Das Ding! Das ist Crap! Also, ich kann... Die rotzen mir alle überall durch. Das ist echt... Das ist ein Witz, das Ding. Ich finde sogar, dass der relativ viel bouncen lässt. Nee, Turm. Nicht bei mir. 760 geblockt. Bisher. Das ist halt, Ja, und dann kommen halt noch so Pechsachen dazu, dass die Scouts nicht richtig arbeiten und dass natürlich auch ein Haufen Gegner dann da drüben kommen. Also, das ist dann noch eine Kombination immer noch. STA-2 muss ja wieder Heat schießen, ist klar. Ja, habe ich ja schon gesagt. Der Scout steht hier immer noch, ey. Oh, ich will Team Damage wieder haben. Komm, schieben einfach weg. Also, wie kann man so dumm sein als Scout? Ehrlich. Ja. Vor allem beide. Weißt du, dass du. Wie viele Scouts sind auf jeder Seite? Zwei. Drei waren es. Drei sogar. Und dass zwei Drittel davon einfach Brain AFK sind und nicht wissen, wie man, was sie machen sollen, ist halt scheiße. Ich frag mich sogar, wie der T49 überhaupt da hinten. Da ist es raus. Oder nee? Nee, also, der ist ganz. Wie hat denn der seine Hitpoints verloren? Ich meine, die standen immer nur an der Basis rum. Was ist denn das? Dumm. Das, wenn du scheiß Scouts hast im Team, dann kannst du da auch sagen, ja, hier, komm, leck mich, ich mach nichts mehr. Scheiße, jetzt guckt er natürlich wieder um. Ja, keiner, wenn blockt mich, kann er ziehen, weil er mich wegschiebt, Turm nicht nachkommt. Ja, genau. Bulldog ist völlig überfordert. Der Bulldog kriegt's doch nicht mal. Wohin schießt der Bulldog denn? Der checkt doch nicht mal, dass gerade der Even hin. Oh, geiler Schuss von der Arti. Der Bulldog checkt überhaupt nicht, dass der Even ihn gerade flankiert hat. Der dreht überhaupt nicht den Turm zu ihm. Pff. Also ganz ehrlich, also. Guckt an, wo der T49 rumsteht, ey. Aber das ist das. Also, ich hab nichts gegen Anfänger.
oder sowas, aber die kaufen sich dann bestimmt wieder einen Achter. Guck mal, ich hab einen Achter. Die hat keiner irgendjemand in die Gegner geschoben. Wir haben ihn einfach nur mal ein bisschen angeschubst. Zu dem Zeitpunkt war überhaupt kein Gegner da. Als die Gegner gekommen sind, hat der Girlfriends einfach überhaupt nichts auf die Kette gekriegt. Oh, gebounced, ne? Dich nehme ich mit. Es hat hier niemanden, irgendjemand vor irgendeine Kanone geschoben. Was? Wo ging denn der hin? Ich weiß nicht, wo ich da gebounced bin. Ach, du bist gebounced? Ja. Naja. Ist auch wurscht. Die Runde war zu dem Zeitpunkt eh durch. Es ist ja auch eine Map, wo man als Scout durchaus was machen kann. Ja, das ist mit einer der besten noch. Nochmal! Oh, leck mich doch langsam. Nö. T49, dreimal geschossen. Nichts. Oh, okay, der ist wirklich einfach nur dumm. Also bei 34.000 Gefechten, also. Ja. Ne. Ja, ich glaube. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Oder ich wollte es. Und viel Spaß, die Herrschaften. Oder ich wollte es laufen lassen und hab's dann vergessen zu drücken. Weil es ist schon ausgewählt. Jetzt geht's langsam dann, glaube ich, rückwärts mit der Karten. Ja. Haha. Fein 9er. Die Nahkampfsocke ist im Gegner, die Nahkampf. Ah, schön, der Gegner hat noch Radpanzer, wir nicht. Läuft. Also ich bin dafür, dass sie das wieder ändern, dass Scouts einfach nicht mehr Top-Tier sein sollen. So wie früher, Scouts immer unten. Was, hey, Captain Whitechip, Ingame-Chat wäre interessant, hä? Da drüben ist die Nahkampfsocke. Ich glaube morgen Streak, aber ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht, ich habe das nicht weiter verfolgt. Ich glaube morgen. Ey, jetzt schon wieder See, ey, den könnte ich schon wieder ausrasten. Oh je. Uiuiui. Ein Mozi-Subscriber. Oh je. Parsival, du verrückter Hund! Geil. Läuft bei ihm. Ein Mozi-Subscriber. Ich kann auf meine Fahrerei konzentrieren. Vielen Dank! Jetzt geht der zu. Ach, und Xynam steht noch hinterher, oder was? Nee, warte mal, hä? Das war Xynam, nicht Parsival. Alter Falter, wieso habe ich das Parsival gelesen? Aber kurz vorher Parsival es im Chat geschrieben hatte. Ein Mozi-Subscriber. Auf ihn! Juhu! Nee, ich hab verschossen. Yo! Oh, der brennt. Ein Mozi-Subscriber. Jo. Ist einer der dümmeren Radpanzer. Bin drin. Was? Am Eck. Xynam, vielen Dank. Können wir erstmal konzentrieren und zu Ende spielen.
Oh, scheiße, wo ging der Schuss hin? Das war ja der Lack schon des Tages. Also der Boss steht gegenüber. Bounce am Pantera-Turm. Wow. Aber ich bekomme Spotting. Schön. Immer noch mein Spotting gewesen. Wie geil ist das denn? Der T49 müsste da jetzt mal. Okay, jetzt gehe ich in den nächsten. Ich schieße schon Gold und komme trotzdem nicht durch. Oh Mist. Da denkt man immer, die fahren wieder vor. Nein, dann bleiben sie doch stehen. Ich habe auch einfach noch keine gute Mannschaft auf dem. Das kommt noch mit dazu. Oh, der Skoda ist gleich tot. Oh. Oh. Nice. Geh gleich die TDs auf. Ja, wo bleiben sie denn, die TDs? Alter, die Kanone! Och genau, und dann fällt die Mumble wieder zu. Die sind hinten. Die Kanone ist auch auf große Tanzen einfach scheiße. Steht. Ich habe zweimal Damage gemacht. Oh, weißt du, den Snapshots treffe ich dann oder was? Hä? Das muss ich nicht verstehen. So, Xynam. Vielen Dank für 1, 2, 3, 4, 5 Gifted Subs für Dirk Pitt, für Panama, für Sonde, für Takahashi und für Old Chipman. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Arschbacken Community Herz. Yay. Das gibt's dann für 2 Millionen Punkte live, oder? Was? Das Arschbackenherz? Ja. So, komm, Light. Mach den T95 nochmal auf, der da quer fährt. Oben kommt ein Schwarzpanzer. Ja, genau. Was denn? Mach das nochmal. Hast du die Kugel pfeifen hören oder was? Ja. Ja, da komme ich aber nicht durch. Der steht so gut. Was ist mit dem IS-3 da oben? Den kette ich nur. Schwarzpanzer, kommt man da ran? Wir haben sie böse erwischt. Steht. Ja, viel mehr wird auch nicht passieren, solange der nicht irgendwie die Seite zeigt. Mache ich ja mit HE Damage. Wir haben sie böse erwischt. Sinnlos. Hey Marcy. Oh, was ist denn bei euch los? Ja, das ist wenig. Steht. Nochmal schön auf die Kette geholt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal. Lol. Okay.
Ah, ich habe keine 1000 Damage. Stimmt, das Objekt hat nicht einmal Ladanum. Nee, weiß ich. Der T49 unserer auch. Also hatte nicht, aber ist ja auch schon tot. 4% ist dünn. Wow, zu früh geschafft. Ramming Speed! Nee, das wird hier auf jeden Fall nicht mein Lieblingspanzer. Das ist, die Kanone ist einfach... Ich finde die Kanone halt anstrengend. Also, dass an dem Ding nicht so viel abprallt, damit kann ich immer noch leben, wenn der Rest irgendwie brauchbar ist. Aber die Kanone... Oh, nee. Nee, da kriege ich echt... Ich kriege das kalte Kotzen bei allen möglichen Sachen bei dem Panzer. Und das ist jetzt am Ende... Ey, das müsst ihr mal überlegen, ja? Das ist eine zweite Klasse! Das spricht doch schon Bände! Wieso bekomme ich denn für die Runde 896 XP? Was ist denn das? Ich mache ein Kill, mache 1400 Damage und 1-2 Spot und bekomme dafür fast 900 XP? Hä? Selbst bei mir war es eine dritte Klasse. Können wir jetzt was anderes fahren? Oh, Gefecht 47, die erste, juhu. Also doch lieber Panther 2. Bitte kein Caps Lock. Wir hatten jetzt wieder Parsival. Minimaus. Oh Gott, Minimaus. Ja, Tier 2. Also der Bot ist aber echt streng, ne? Den kann ich noch hochsetzen bei dem. Na, wir hatten das halt mit dem Caps Lock vorher gar nicht. Deswegen fällt das jetzt einfach nur auf. So. Aber vorhin der eine, der hat ja auch der Panama-Check, der hat ja gleich 300 Sekunden Timeout kriegt. Naja, das ist aber der Nightbot gewesen. Der war schon immer da. Also, Ach so, echt? Ja, ja, der Nightbot ist schon immer da. Also, mit den Links. Also, was ist denn das? Das ist ein Light. Auf Stufe? Na, Tier 2, die Minimaus. Das Ding, was jetzt im Schwarzmarkt war. Jetzt weiß ich bloß nicht. Tier 2 wollt ihr fahren? Jetzt weiß ich bloß nicht, ob der nur Tier 2 sieht oder ob der auch Tier 3 sieht. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich muss das mal jetzt eine deutsche Lightcrew irgendwo her organisieren. Lights. Deutsch. HWK. Guck mal hier. Natürlich ist meine Kasane voll. Wie hätte es denn anders sein können? Ich habe erst am... War das am Wochenende? Ich habe erst Leute entlassen. So, jetzt neuer Versuch. HWK-Mannschaft in die Kaserne. Minimaus. Achso, die ist auf den Spick geschult, okay. Okay. So, dann Lötarnung. Oh, warum? Hab ich irgendwas Lustiges? Die sieht scheiße aus. Was baut man denn jetzt in das Ding ein? Nichts. Nee, das kann ich nicht. Ach, der kann doch nicht mal einen Ansetzer einbauen. Ja, pff, dann halt eine Lüftung. Ein Scherenfernrohr. Was hat denn der für eine... Und das dritte. Ach komm. Ne, für 500, ich kaufe jetzt keinen Richtantrieb für 500.000, das ist schon mal klar. Ich baue die Optik ein. Pff, scheiß auf die 10 Gold beim Ausbauen. So, warte. Klein.
Groß, zack. Ich glaube, bei dem brauche ich viel Gold, oder? Was ist jetzt? Klärt mich mal bitte auf. Was ist jetzt die Stärke an der Minimaus? Nichts. Ah, danke. Hey Horst. Ich dachte, du bist mal ein bisschen konstruktiv. War ich doch. Nee, nichts. Ja, nichts. Gibt so viele neue Panzer, die da einfach durchrotzen. Eine Schönheit ist es nicht. Ah. Jetzt kommen wir bestimmt in. Ja, wobei, ich glaube, den. Wann war der im Kalender? Die Lauffrau hat gerade die Kanalpunkte entdeckt. Ob sie auch 1 Million Punkte sammeln muss? Redet ihr noch mit mir? Hallo? Ach, die regt mich schon wieder auf mit ihrem scheiß Chat. Ja, natürlich rede ich mit euch. Ich habe eine Zugehörigkeit. Ja, dann hast du jetzt Pech gehabt. Wo hat denn Horst geschrieben? Wo hat denn Horst geschrieben? Ja, weil bei mir fehlt es halt. Ja, scheiß Apple. Ah, du mit deinem Tschechendreck. Japsendreck, was auch immer. Tschechendreck. Wo fahr man hin? Keine Ahnung, ich bin ein Radpanzer, ich muss rüber, Jo. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die Kiste ist. Stimmt nicht so schnell. Ja, vielleicht okay, vielleicht bist du auch wie so ein Dragster, weil du hinten so ein Überrollding hast. Schaut, da drüben ist Hans Kuck, die Kuh. Okay, ich bin langsam. Das E-Lot hier, der braucht. Oh, ich habe ein Magazin, deswegen habe ich 400 Schuss dabei. Streak. Wie schnell schießen der aller 2,1? Kann ich den mal rüberschießen, weil ich so fett. Oh, ich hab 10. Alles klar, Captain White Sheep. Na, ich bin mal gespannt. Ich glaube, die T29 hier sind, können schon Endgegner für mich sein. Er schießt nur Gold, der T2 Light. Ja, ja. Okay. Stufe die pushen 200. Hier durch. Ja, ich bin schon tot. Ja, ich bin schon tot. Warum fährt man sowas? Weil das sind die Leute, die total schlecht sind in dem Spiel. Ach, wir sind ja schon alle tot, das ging ja schnell. Ja. Tier 2 brauchst nicht fahren, das ist einfach nur dumm. Also da fahren die Leute, die nichts können und dann sagen, ich hab eine geile Wiener und 5000 Gefechte auf eine Stufe 2 Fahrzeug. Ganz großes Glück. Ich weiß gar nicht gerade was bei euch passiert ist. Die haben bei uns einfach durchgepusht. Ja, ich stand irgendwo dazwischen. Na guck mal, ich hab noch was anderes. So ein Rotzpferd, ne? Den habe ich nicht, Parsival. Dreie, was ist denn los jetzt mit euch? Ja, das sind die Panzer, die im Schwarzmarkt waren. Oh, wow. Deiner ja auch. Oder hast du den schon vorher? Wen? Ist egal. Ihr fahrt gerade beide den gleichen Panzer. Oh, Kartenvielfalt. Ey, Klappstuhl. Das ist halt Low-Tier. Das ist immer das gleiche. Himmelsdorf oder Minen. Ja, und ich habe Minen auf Ignor. Na, Kloster gibt's auch noch. Oh, ich heiße Moon Julian Warrior. Das klingt ja richtig. Ich heiße Prokill 2019. Ja, da passe ich auch hin. Stufe 3 Prokill. Na, viel Spaß bei euch auch im Panzern. Sagt Bescheid, wenn ihr da seid. Du hässliches Mistding da. Guck dich mal an. Wohin fährst du mit deinem Heslon? Wen fragst du jetzt gerade?
Timo. Oh, blockiere ich dich. Alter, wie viel fetter ich im Vergleich zu euch bin. Der Panzer 3 war mir, ey. Ja doch, Panzer 3. Die Pack schaut aus, als hätte die voll das Hüftgold. Die Wanne ist ja noch schlank, aber der Aufbau ist halt fett. Tja. Wie so eine kleine Boje. Ah ne, die sind unten. Oh, was macht der denn hier? Das ist die 2. Kannst du einfach nichts erwarten. Guck doch an. Ich will das hier nicht. Scheiße. Folge mir, T27. Nö. Ein Scheiß werde ich tun. Nö. Du gehst da jetzt sterben und dann farm ich die ab, die da um die Ecke kommen. Das ist der Plan. Timo, hau rein. Könnt ihr da jetzt mal... Ja, nimm die da alle raus, ey. Das gibt's doch gar nicht. Also ich hab 0 Damage und hier? 416. Und 3 Kills. Das ist eigentlich das ideale Was? Gefährt, ne? Stufe 3, es ist langsam, damit hier gegen die Artis schauen. Wenn wir nochmal Community gehen. Wow. Will er jetzt was? Nö. 6 mit AP. Ich lasse es mit Lotte jetzt sein. Krieger, Alter, ich bin so ein geiler Spieler. Prokill. Ihr Bobs, Alter, ihr könnt euch glücklich schätzen. Hoffentlich stirbst du jetzt noch. Deine überheblichen Art. Hochmut kommt vor dem Fall. Mr. 100%. Also, meine Laune hat sich jetzt durch diese beiden Lotier-Gefechte eher ins Negative weiterentwickelt. Das hat mich jetzt gerade schon mit dem Type angekotzt und das geht jetzt mit den beiden Panzern hier weiter. Das hat gerade überhaupt keinen Spaß gemacht. Also so wirklich gar keinen Spaß. Die erste Runde dann überhaupt nicht und die zweite Runde, pff. Also von der Panzerung habe ich gerade nichts gemerkt. Der EKV rotzt mir einfach ins Gesicht und die 6 nimmt mich in Premium-AP raus. Wow. Also, nee. Sorry, aber das macht keinen Spaß. Macht's auch nicht. Nee, das macht überhaupt keinen Spaß. Also das Gleich ist einfach sinnlos. Ach komm, ich fahr jetzt mal hier. Also eins erfahre ich auf jeden Fall nicht mit. Ich glaube, die habe ich nur aus nostalgischen Gründen in der Garage. Da habe ich auch, glaube ich, bloß den Brüstepanzer. Das ist eine Brüstepanzer. Kolosenka. Und Tier 1 Tscheche ist der Brüstepanzer. Mhm.
Cheater braucht nur kurz. Oh, 20.000 XP brauche ich bloß noch. Kann ich doch eigentlich durchfahren. Wofür? Zum E75. Achso. Was ist jetzt? Jetzt geht's schon wieder los hier, oder was? Xynam! Meine Güte, Junge, ey. Alter. Vielen Dank für 5 Euro. Dankeschön. Cheer up, sagt er. Danke, 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 danke. Und nochmal das Arschbacken-Community-Herz. Dankeschön. Na, endlich ein richtiger Panzer. Ja. Nippelmobil. Ja. Mit dem, den Kolosenka habe ich im ersten Gefecht geaced. Und dann habe ich zu Mirb gesagt, eigentlich will ich hier nicht nochmal fahren. Und dann haben wir den Veto Titan gemacht, dann musste ich nochmal fahren. Achso, das sind wir schon drin. Na gut, es steht ja auch im Gefecht, was ich machen muss. Oder? Sind die Missionen sind eigentlich Aufträge. Panzerungseffizient. Ihr Panzer muss mindestens 3-mal so viel Schaden abwehren, wie ihr Fahrzeug Strukturpunkte hat. Und ich muss 2000 Damage machen. Viel Spaß. Naja, da ist es aber jetzt nicht unbedingt der Richtige. Also es geht schon, wenn der Hulldown steht, aber die Wanne ist ja schon... Das sind die dümmsten Missionen, die es gibt, weil in... Das schaffst du einfach nicht mehr, weil dann sobald du hilfst, komm nicht durch. Entweder ich lade dann Gold oder Heat halt. Ja. Oder... HE. Und dann ist Eve. Kann man den lauchen? Das geht, aber nur wenn ich bei Streamlabs das Premium kaufe. Da habe ich keinen Bock drauf. Fährst du ganz nach außen oder wo willst du hin? Weiß ich noch nicht. Na dann, geh ich hier mal schniepern. IS-3 da, Emil da. Ich glaube, ich push rüber. Echt? Okay. Ja. Also einfach geradezu? Ja. 50 TP fährt mit. Der Rest fährt so weit hinten und der Emil hat gerade gefressen. Willst du hier links abbiegen? Ja, ich fahr links. Ich bin gebounced. Einen habe ich. Einer hat. Er hat einen zwei. Oh. Er kommt aber auch durch, ne? Ich winkel leicht, ja. Aber. Wo hat denn der jetzt? Steht dahinter. Ja, das war nur 12. Alter, was ist denn los? 455? Was hat denn der Emil für ein Alpha, sag mal? Stimmt 94, oder? Ich hab 485 gekriegt. Mit als Autoloader? Parsival, vielen Dank! So, du 112er Spruchel. Ach komm, jetzt reiß schon mal zusammen. Ich hab keine Ahnung, wo mein Schuss hinging. Ja, klar. Ich krieg ihn nicht getrackt. Komm, fahr vor, du hast noch die... Jetzt. Ja, na, ich schieß schon wieder daneben. Wo gehen denn die Schüsse hin? Ich wollte mir den Schaden jetzt nicht fangen. Ach so. Warum nicht? Du hast doch noch genug. Ja, ich bin bei 41 Damage. Wow. Oh Mann, ey, ernsthaft? Ja, ich dachte, du fährst weiter. Ich hab auf den Skoda. Ja, was zickt ihr denn so rum, sag mal?
Na, warum soll ich mir denn einen Schuss fangen, wenn Timo gerade gefressen hat, er eh nicht, also und geschossen vor allen Dingen hat und eh nicht schießen kann? Weil du noch mehr HP hast als ich? Ja, aber das nützt doch nichts. Warum fange ich mir einen Schuss, wenn du eh nicht schießen kannst und im Reload bist? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, aber du hättest doch schießen können, oder ne? Ich hab vorbeigeschossen. Ich war leer. Da fahr ich doch nicht raus. Ich fahr raus, wenn Timo schießen kann. Dann biete ich mich an. Na logisch. Aber doch nicht, wenn er gerade geschossen hat und ich auch. Das ist doch Quatsch. Der steht zu tief. Bauen sich. Schieß wieder daneben in den Stein, ey. Arti geht gleich auf. Hoffe ich jedenfalls. Ja, das wäre auch cool. Krieg ich wahrscheinlich nicht auch blind wie die Nacht hier wieder dieser Scheiß. Und ein Low Roll. Na klar. Gott, die haben ja noch einen T95. Wo guckt denn der hin? Sehe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Also auf der Karte fährt er gerade Richtung Außenhaut. Der kommt da hoch. Und noch voll. Naja, ich wollte gerade Doppelschuss machen, aber das hat zu lange gebraucht zum Aufzuladen. Und der Einzelschuss ging vorbei. Ja, natürlich. Ich baue uns im Pro Ghetto in der Seite. Willst du mich verarschen oder was? Jetzt geht's los. Wo guckt denn der hin? Steht, nach steht, oben. Steht, hab ich getrackt. Dreht aber in deine Richtung. Mist, ja. In meine Richtung. Wow. Wow, 730 Damage. Die Schnapszahl sehe ich nicht ein. Ah, Xynam, vielen Dank nochmal für 10 Euro nochmal hinterher. Dankeschön, vielen Dank. Und auch Parsival, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Oh ne, die Runden sind gerade anstrengend. Das macht gerade keinen Spaß. Das macht gerade echt keinen Spaß. Also ich, das war jetzt auch, der Push war schön, aber ich bin nur hinterher gefahren. Also pff, ich habe von dem Gefecht nichts gehabt. Ja, 3000 Damage. Ich war dabei. Ich schieße halt auf alles daneben. Ich schieße am Anfang auf den Emil daneben, oder der bauen sich. Auf den 112er schieße ich beim ersten Mal daneben, dann schieße ich zweimal in die Kirche, in die Kirche mal beim 112er. So, auf den Skoda, der schieße ich in den Stein. Dann schieße ich einen Doppelschuss in die Su und das war's. So. Das hat aber ganz gut XP gegeben. 40 Pups, der Knatterdrache, du hast mich, Krongsturm, heute noch gar nicht begrüßt. Wollte keinen Kanalpunkt ausgeben. Ja, aber dafür 3 Euro, Krongsturm, oder was? Dankeschön. Du bist ein Horst, ey. Vielen Dank, Krongsturm. Nee, das sieht man auch schon wieder. Höchstwahrscheinlich, ja, mein. Ich jetzt nicht mehr anfassen. Mensch, das ist jetzt sehr griechisches Kotzen, ey. Mhm.
Hosten schneller verdient als die Kanalpunkte. Vermutlich, ja. Also zumindest als die 1000. Was war denn die Schnapszahl, die Parsifal gemacht hat? Ich habe jetzt gar nicht hingeguckt. 555 oder was? Nee. Hä? Doch, müssen 555 gewesen sein. Dann nochmal 10 Euro von Synam und nochmal 3 Euro von Krummsturm. Oh Gott, der T28 ist Stockgun. Streichholz. Das sieht echt komisch aus, vor allem mit der Gunblende dazu. Ja. Wieso ausgestopfte Boxershorts? Hä? Nee, passt schon. Wie kommst du nicht? Hä? Keine Ahnung. Der Mogelpackung. Wer schubst da? Ich? Da schießen die auf mich. Witzigerweise hat auf mich keiner geschossen, aber ich hatte wohl Glück, dass die gerade in der Pause waren. Phoenix. Das läuft heute irgendwie wieder komisch. Ja, die kleinen Runden, die wollen ausschlaggebend. Ach, jetzt habe ich ihn auf der Brücke verpasst. Ich komme runter. Der rumpelt stets. Ja, lass mich mal hier in die Ecke. Ja, genau. Er kommt da wieder durch. Wir sind hier nur zu dritt. Ja, weiß ich. Heißt auch gleich, wird die Arti hier bestimmt wieder reinholen. Mhm. Wow. Der ging ganz knapp nicht auf die Kommandantenkuppel. Oh, links kommt einer. Ich bin leer. Das musste dann irgendwie... Oh, da kommt noch einer. Tust mir fast ein bisschen. Okay, der eine ist raus. Oh, der dreht den Turm in der letzten Sekunde. Scheiße. Der will auf mich. Schieb mich nicht. Hallo Schnuckis. Du kannst, die pimmeln alle zu uns. Oh, die Kanone. Ah, X guckt. Naja, der X kann sich nicht so richtig entscheiden, was er machen will. Ich bin leer. Oh ja, genau, die Arti, Alter. Für 505. Die hat mir jetzt. Steht. Der AX steht. Ja. Ich muss mal zusehen, dass ich hier wegfahre, weil das tut weh. Ja, du kannst eigentlich jetzt rankommen.
Weil es ist bloß noch der Doppelpimmler und der hat noch 720 Schlacken. Ein Schuss hat er raus. So, weiter pushen oder deffen? Oh, ich fahr hier in die Mitte kurz ran. Okay. Sven, dann Kreuzfeuer. Na, eigentlich war alles offen, ne? Das wär... Scorpion ist da hinten. Mitte. Okay. Ich push jetzt hier weiter. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die verbesserten Rationen auch schon wie Portion Gyros? Bei welcher Nation? Oder was meinst du? Ich jetzt nicht, habe ich gerade verkauft. So, das ist die Frage. Wo ist der TS5 hingefahren? Und wo ist der Scorpion? TS5 steht noch hinten. Der wird auf den Dings. Der Scorpion steht noch oben. Ja, da ist er. Achso, ja. Na geil. Ja, jetzt ist er wahr. Ich weiß nicht, was los ist. Achso, du bist unten. Ja, ich bin zweimal im Mutz gebounced. Ich hab jetzt gerade, weißt du, in der Runde davor treffe ich die Snapshots nicht und hier, weiß ich nicht. Ein Russenpanzer halt. Jetzt mache ich 2,7 Damage. Raff ich nicht. Boah, sag mal, warum Captain er jetzt? Hallo, Trof auf den. Also alles. Genau, ich hab nicht Stalin gerufen. Ja, den Killshot treffe ich natürlich auf die Kommandokuppel dann nicht. Schade. Na, der steht da gut. Der guckt aber zu uns, du kannst den jetzt von hinten gleich. Bounce. 400 habe ich nur. Die haben ja immer bloß die Kette gezogen. Das ist ja das Fiese, dass Kettenschüsse ja auch nicht in die Bounce-Mission mit reinzählen. Große Belohnung. Wow. Okay. Das wollen sie jetzt irgendwie auch ändern, ne? Die wollen, glaube ich, hab mir das mit dem Testserver auch nicht angeguckt, also mit dem regulären Testserver. Ich glaube, die wollen da Aufträge draus machen, die man erfüllen kann. Wo man aber auch, wenn einem die Aufträge nicht gefallen, kann man quasi neu würfeln. Es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen und wenn dir da einer nicht passt, kannst du, glaube ich, neu würfeln. Persönliche Missionen. Ach, persönliche Missionen waren das. Ich dachte, das waren die Dinger hier. Dann habe ich das falsch verstanden. Ja. Und dann hat er dann hier, pack was rein, was du fahren willst. 6er. Ach Gott, jetzt weiß ich doch schon, was kommt. Muss erst einmal finden. Hallo? Sie hat's gerade gefunden, die 1 Million Belohnung. Alter! Nadja, wir müssen noch mal ein ganz ausführliches Gespräch führen. Bei einem fränkischen Bier, ey. Mhm. Fränkisches Bier macht die Zunge locker. Im Sommer. Axel! Du musst noch unterschreiben! Aber er ist zurückgekommen und hat unterschrieben. Mhm. Bei wem eigentlich? Also auf meinem T-Shirt nicht? Ich weiß nicht, wer da auf den T-Shirts Unterschriften gesammelt hat. Du hast gesagt, wir müssen noch unterschreiben. Ach ja, so rum. Ja, irgendjemand hat da Unterschriften auf irgendeinem T-Shirt gesammelt, aber ich weiß nicht mehr.
So, wo fährst du denn hin mit deinem Skoda? Ja, ich hab mir auch mal gedacht, Mensch, trinkst du Bierle? Lange im Kühlschrank, nein. Okay, hab mir gedacht, trinkst du ein zweites? Und dann bin ich auf der Couch eingeschlafen und hab mir gedacht, ja, sag mal, zwei Bier, ne? Einschläfern oder was? Und dann hab ich erst gesehen, dass du. Und dann hast du gesehen, dass was? Dass du Doppelbock war. Achso. Das hat erklärt, warum ich so schläfrig war. Und wie viel hat das gehabt? 7% oder was? So ungefähr. Was macht unser M44? Das ist doch schon wieder einer so. Nee, scheiß Map, ich fahr nach vorne. Diese Leute. Ich hab das Gefühl, dass in den letzten Wochen mein Rummeckern auf Timo ganz schön abgefärbt hat. Hat's auch. Angesteckt. Das ist echt schlimm. Aber du warst mal entspannter, mein Freund. Wir fahren nur noch Vollidioten, ey. Mach doch mal wie Scheine Pause. Deswegen reitet er jetzt ja auch mit uns. Schön in Sonnenuntergang. Könnt ihr mal auf mich warten da vorne? Vollgas. Ja, ich geb Vollgas. Scheiße, ey. Wieso hat denn der Krombel auf mich geschossen? Die Kanone hat eine Schramme. Oh, lol. Geil, ja. Ja, na, selber schuld. Du pimmelst da hinten immer noch. Mann, ich kann doch nichts dafür, wenn der Panzer so langsam ist. Schrei mich nicht an. Komm, da bin ich ja rückwärts schneller oben. Treff nicht. Bounced. Der Reload. Der Trade ist schlecht, den ich da mache. Oh, komm, willkommen. Hinter uns kommt noch ein KV. 85. Berg runter geht es schon. Aber ehe ich jetzt wieder da oben bin, ist Ostern. Ja. Das ist das Blöde eines Panzervieh. Oh, das ist ja KV2, hoppla. Ach nee, unter 3. Mal kurz. Ich liebe meine kleine Su. Oh. Hehehe. KV2 hat verschisselt diese. Die trauen sich hier aber auch alle schon wieder nicht, ey. Obacht, der KV2 kann nachladen, dann bist du rum. Der die Kleine drauf. Hier, freihändig. Muss meine zweite Hand da. Doch, das ist nicht die große 152er. Das ist die Kleine, glaube ich. Sieht aus wie ein Also, aha. Ach komm, no risk, no. Ich kriege hier eh nichts mehr ab. Das wird eine 124 Damage-Runde für mich werden. Jo. Der King Deiche ist nur irgendwo. Ja, na, der ist halt wieder weggefahren. So, jetzt fahr ich das zweite Mal den Berg runter. Und, ach, guck mal. Was haben wir, Arti? Lol. Der steht. Da ging voll durch ihre Panzerung.
Ich dachte, dass der mit seinem Erschler zu uns steht. Steht er auch. Ach, steht er? Warum bin ich dann bound? Na, weil du schlecht gezielt hast. Ich hab gar nicht zielt. Rechtsklick, linksklick. Naja, gut. Also nur erste Klasse? Ich weiß nicht, das wird keine erste Klasse sein. Also ich habe noch nicht mal einen Kill. 15-3, die Runde ging auch zu schnell. Wenn die Runde ein bisschen länger gedauert hätte, hätte ich auch ein bisschen Schaden abfahren können, aber ich war einfach überall zu langsam. Dritte Klasse. Das ist halt, du brauchst ein bisschen statisches Spiel mit dem. Wenn du einfach irgendwo stehen kannst, dann geht das. Also klar, das, was wir mal in dem Replay gesehen haben, das fand ich auch nicht geil. Das ist immer noch ein Medium. Und wenn es gerade zugeht, ist das auch okay. Aber berghoch hat er halt einfach, dann merkst du das beschissene Leistungsgewicht halt. Was war ich denn? Aber wenn du mal so auf 300, 400 Meter einfach stehen bleiben kannst und ein bisschen ab... Och, ja, ernsthaft. Ey, beschwert du dich nochmal über eine M44, mein Freund. Ihr beide seid schon artig gefahren, jetzt darf ich auch mal. Und wenn alle springen, springst du dann auch? Nö, aber ich schub's. Top Tier, naja. Bibbidi babbidi boom. Und wie heiß ich? Astrelok. Sag mir lieber, wo ich hinfahren soll mit dem Ding jetzt hier von der Stadt. Seite. Stadt, nee, ist klar. So rechts rüber. Und versteck dich hinter dem Dock. Weißt du, hier so vorn. Ja, das ist das einzige Brauchbare. Captain Cock. Captain Cock? Nee, Cook. Cook. T43500. 85. Der UI Experimental hat Kadanum drauf. Wie der 3485 ihm gleich Gas gibt. Der Captain Cock. Cook. Gab's den Schmalturm überhaupt? Also nicht den Panzer, sondern den Turm an für sich? Der passt doch überhaupt nicht da drauf. Das ist der Pantherturm. Ist das der Original Pantherturm? Der sieht irgendwie so komisch aus. Nee, der Original. Deswegen sage ich ja, ob es den Schmalturm in echt auch gegeben hat. Ich helf. Ich war hier auf jeden Fall spotted. Danke. Ja, gab's, okay. Dem Firefly jetzt da hinten. Der steht da nicht mehr. Der 85er hat der da. Der schaut zu mir. Ja, der hat die 122er. Und was heißt das? Jetzt hat er noch eine. Ja, der hat 93 Alpha. Jo. Aber danach auch 16 Sekunden oder so. Da ist er. Hab ihn getroffen. Ist der weggefahren? Nee, der steht da noch. Wo schauen wir hin? In deine Richtung. Solange die Distanz ist, trifft aber nicht, oder? Naja, kann schon treffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Scheiße.
Irgendwas spottet hier noch. Ich bin also schon wieder auf. Die kleine Arti steht hier, die Amix. Die könnte es eventuell sein. Was hat mich jetzt hier noch gespottet? T67 mit Gold. Stotz bei der. Badlabalabal. Der steht irgendwo hier. Okay. Ah ja, hier hinten sind Bäume gefallen. Da. Ey! Sniper-KV2. Ah, der muss weggefahren sein. Ich habe den vermutlich blind getroffen. Der ging nicht durch. Ich bin wieder offen gewesen. Da ist er. Da ist er. Vielleicht hast du ihn getroffen. Schon wieder so eine 15 zu 0 Runde. Ich habe kein Damage auf der Uhr, nur die Blindschüsse auf den T67. Das gibt's doch gar nicht. Solche Runden sind scheiße. Die sind als Gewinner und als Verliererteam scheiße. Das erzähle ich nicht zum ersten Mal. Das macht keinen Spaß. Wenn du nicht gerade zu einem von denen gehörst, also von den wenigen, die in der Runde halt einfach alles abfahren, was eben vor die Flinte kommt, bist du einfach gearscht. Ja, dann machst du kein Damage an so einem. Was ist denn das? Nur die Kette. Willst du mich verarschen? Würde mich nicht wundern, wenn der hinten auf K0 gefahren ist. Ja. K0. Ja, wo ging denn der Schuss jetzt hin? Wieder kein Damage abbekommen, das gibt's doch gar nicht! Voll gezielt! Aimkreis drauf! Pff, nö, der geht in die Erde, ist klar! Ich hasse so einen scheiß RNG-Scheiß, ey, das geht mir auf den Sack! ...260 Damage, ey. Fick dich einfach nur. Kotzen. Nee, ich fahr jetzt... Ich fahr jetzt Sima Hellcat. Wo sind die? Ja, Medcat. Das wäre der Oberknaller eigentlich. Der Witz ist ja, kaufbarer RNG heißt ja im Grunde, dass du dich auch selber bescheißt, also dir selber ins Knie schießen kannst, weil es, also die Map hatten wir letzte Woche schon. Können wir die bitte mal nicht spielen und vor allem nicht im Low-Tier, das ist zum Kotzen. Das ist nicht, das ist die dreckigste Map, die es im Spiel mit gibt, neben China-Mauer, ey. Dann noch gegen Neuner, ey. Du hast ja Plus-Minus-RNG, ne? Und wenn du jetzt daher gehst und sagst, du bezahlst, weiß ich nicht, für 100 Gefechte 10 Euro, dass du halt bloß noch Plus-Minus 5 hast, hast du natürlich auch die Ausreißer nach oben nicht. Mit Danu.
Ach, hier kann man nicht drüber fahren, ist klar. Der Hotchkiss kommt durch. Wow. Arti hat auf mich. Wir haben wieder einen Scout, der Damage machen will hier hin. Ein Audi 80 oder was? Nee. Achso, der da. Hier steht. Der hat gerade richtig schön. Ich komme nicht mehr zu euch rüber. Der Petten. Petten kommt. Oder auch nicht. Sturmer ist jetzt im Skorpion. Ich dachte, Fürst schon fertig. Ja. Auf. Was? Ja, jo, super. Ist. Wie spät ist die denn aufgegangen da? Ja, genau. Wenn es gut läuft, kriege ich noch einen Schuss drauf. Junge, hast du keine Augen im Kopf? Ich stehe da, du Mongo. Sag mal, was ist denn los? Okay, ich krieg keinen Schuss mehr raus. Den habe ich gar nicht gesehen, ey. Oh, Scheiße. Ist auf Hellgate? Weg. Spotted. Guckt nicht, guckt. Doch, guckt, hat. Schießt Gold. Alles gut. Ja, genau, da bauen sie wieder. Kann doch nicht wahr sein. Kommen sie gleich von rechts. Fuck, die Hellcat. Ah, ich bin tot. Wir sind erledigt. Raus hier. Schön, wie die da hinten rumgammeln. So, und jetzt haben wir genau diese Runde auch von der anderen Seite. Jetzt verlieren wir hier 15 zu irgendwas. Und ich hasse diese Map. Du musst ja nur reindrücken. Tja, was sind Tod für Klassen? Arti und Lights. Da ist eigentlich so gut wie alles tot, außer Medium. Nee, beim Leben. Gegner. So. Also ein paar TDs halt noch. Ist halt
einfache Verbesserungen, die das Spielgefühl angenehmer machen. Minen aus Tier 8 bis Tier 10 raus. Ensk auf Tier 7 bis Tier 10 raus. Aber nee, wir müssen den Tech-Tree bereinigen. Wir müssen einfach von Tier 1 bis Tier 4 einfach fast alle Panzer rausnehmen. Das ist unsere Aufgabe bei Wargaming. Weil das ja auch das Spielgefühl so beeinflusst. Damit unerfahrene Spieler noch viel schneller im High-Tier-Bereich landen und sich Leute noch viel mehr über unerfahrene oder dumme Spieler aufregen. Anstatt einfach mal ein richtiges, gescheites Tutorial ins Spiel zu bringen. Aber das ist ja zu viel verlangt für Wargaming. Stattdessen muss man auf Karten kämpfen, wo man vom Spot sich gegenseitig aufdecken kann. Das ist so bescheuert. Da musste nichts hinzufügen, würde ich sagen. Sind wir schnell genug auf den Balkon zu kommen? Ja. Sag ich, fahre mit dem T4385M da hinten hin, Conway da hinten, VK301D. Haben sie wieder alle richtig gut abgeguckt irgendwo. Ist das eine Arschfrucht oder was? Was meint ihr denn? Wovon redest du gerade rumbestürzen? Das ist so pfirsig, oder? Gott. Das macht's ja nicht besser. Die Arschfrucht? Wie kommt die Fruchtwasser völlig neu bedeutet? Wo sind unsere Heavys? Der IS-2 steht unten. Aber wir haben noch einen IS. So ein AL und K85 sind dort. Okay. Alles klar. Verstanden. Der Radpanzer hier unten könnte mal raus. Der nervt. Macht der mich Proxy oder ist der durch den Schwarzpanzer offen? Ah ja. Nee, ist klar. Sture Emil steht hinten mit der kleinen Kanone. Oder er hat einen übelsten Low... Nee, das muss die kleine Kanone sein. Oben auf dem Balkon hinten oder wo? Ja, irgendwo hier steht er. Und schon vor zurück.
der geht durch. Ah, da ist er. Ah, da steht noch mehr. Hier schießt irgendwas blind noch rein, hab ich den Eindruck. Der I-25. Ah ne, der steht hier hin. Ja, aber der ist schon lang zu, der war gleich am Anfang offen. Wo ist denn der Schwarzpanzer hin? Weg. Der ist weg. Der Kut guckt mir immer genau im falschen Moment. Das ist richtig geil. M10. Und der hoch? Ah, ich glaube. Kommt man auf den. Emil, fahr mal noch mehr zurück. Ja, noch ein Stück. Wo ist der Schwarzpanzer hin, ey? Kommt man da runter? Ja, ja, hier hinten. Wetten, ich sterbe jetzt dabei. Ich bin offen. Ja, rechts, da ist er. Da ist der E25. Ja, Cheater. Ich wollte gerade sagen, da war doch irgendwie noch ein Symbol dran. Was war das schon wieder für eine Bodenwelle, die ich ja mitnehme? Ich hab irgend so ein Loch. Steht. Nicht stehen bleiben, ich bin genau hinter dir. Jetzt kannst du wieder. Oh nein, ich glitschi, glitschi. Glitschi, glitschi. Oh! Spotted. Oh fuck! Glitschi, glitschi, sanft. Wie viel hat der Alpha? Boah, gute Frage, weiß ich nicht. Sag's uns. Lol, die Art keine mehr. Oh fuck! Wie viel Alpha hat die? Tot. Geh weg! Boah, hast du ein Lack, ey. Du rammst mich nicht. Ich seh sie nicht mehr. Uiuiui. Naja, so richtig gut werden soll es aber heute scheinbar nicht mehr. Das war jetzt auch schon wieder eine Runde unter 1000 Damage. Ich heiße zweier Runden. Nee, das waren da unten die da unten davor mit dem Gold-Type. Die haben mich na. Na doch, die haben mich schon angekotzt, die Runden. Dann fahren wir jetzt nochmal zum Abschluss. Nee, ich garantiert nicht. Nee. Garantiert nicht. Ich soll dich von Horst grüßen, First Front. Ich glaube, der ist gerade schon wieder geil auf dich. Ja, der hofft, dass ich morgen frei hab. Kann der Junge nicht einfach mal erben, bitte? Mach ich doch. Ja, das sehe ich. Im Moment, für Schlechtwetter, für Sausein kriege ich Geld. Also. Na komm. Hallo Hyperu, Servus. OI habe ich nicht. Noch nie besessen. Den einzigen japanischen Panzer, den ich habe, ist ein deutscher. Und der ist scheiße. Oh, oh. Na, der hat schon wieder Panik, weil die Sirene ging. Wer hat Panik? Na, der. Die Sirenen gehen heute das zweite Mal. Es ist Sturm. Wind. Ei.
Ach so, das war's Begrüßung. Tja. Schau mal, da drüben ist die Wetterfront. Ich wollte gerade sagen, wir sind durch mit der Map Rotation. Erste und letzte Runde, ne? Home sweet home. Alabama? Nein. Malinowska. Hey, das ist Hämorrhoidenflips. Ja, echt. Schön. Guck mal hier, Scout, keine Tarnung. Wow. Ist aber auch echt. Ja, komm. Das ist jetzt echt das Thema der letzten Monate fast schon hier. Weißt du, ja, ich verstehe es einfach nicht. Ich kaufe mir einen Premium-Panzer oder auch keinen. Das ist ein 12-Tonner, da ist es kein Premium. Ja, fahren aber auch genug welche mit einem Premium-Panzer. Das stimmt, da verstehe ich es wirklich nicht drauf. Weil, wie gesagt, zwei Gefechte in einem Achter und du hast es locker wieder drin. Offen. Hier unten, Scoutbusch. Ja, lass mich erstmal in Position fahren. Ja, definitiv. Welcher denn ist denn das? Der obere oder was? Ja, ja. Ging der durch? Nee. Ich glaube, du hast es getroffen. Ich schieß nochmal, Achtung. Oh, und jetzt, weißt du, ich freue mich und dann werde ich wieder bestraft. Oh, der ist beratungsresistent, aber ich schieße vorbei. Ja, und den Schuss treffe ich dann? Oh, der RNG ist einfach so ein... Jetzt hätte ich fast Wichser gesagt. Jetzt beide Scouts oben. Oh, ich bounce an der Su-Scheiße. Jo, Arti hat. Aber nicht auf dich, ne? Schade. Die hat schon auf mich. Mr. 100%. Nee. Ich hab keine 100%. Nee. Lügen darf man nicht sagen. Nee. Das ist so doof, ey. Wo sind denn unsere Scouts? Ja, oben auf dem Hügel. Ach so, beide. Ach so, jetzt erschattet ihr. Ja, okay. Oh, Spotter. Vorbei! Ted Churchill raus, ja. Oh, da schießt mal keiner drauf. Oh, hab mal AT-8 gefunden. Komm ich nicht durch. Ja, toll, jetzt steht der T-34 im Weg. Hilf hält. Oder? Na, der AMX fährt auf jeden Fall schon mal zurück. Stand der ATA? Ah, der stand hinter dem Haus, ne? Oh, sag mal, was ist denn das mit den Schüssen hier? Geh dir auf, wenn ich. Okay, das hat sich ergeben. Skorpion. Okay. Oh,
Oh nein, offen. Scheiße. Du bist offen. Ja, schon mal auf dem Hügel. Ja, aber das wundert mich. Wirkungstreffer. Remi. Ja, ich hab auf den Skoda. Der Emil oder unten, ja. Nein, er bleibt stehen. Das wäre Schaden für mich gewesen. Biss? Ich hab einen Biss. Du spottest den da drüben, okay, krass. Toll, AMX 12 Tonner. Wenn du hinter der Kirche oder hinter dieser blöden Kirche da stehst, dann spottest du gar nicht. Na los, nimm den Tiger jetzt mal einer bitte raus. Ey, ich hab verschossen, aber ich kann leider. Das ist ein Stein. Jetzt will ich ihn weg. Da kommt der nächste. Ach, das Haus geht nicht kaputt. Schönen Dank. Zu 100? Oh Gott. Oh Gott, wir sind ja fast tot alle. Oh, schön. Ja. Jetzt kommt bestimmt die Arti. Zu 100 komme ich nicht ran. Ich bin immer noch auf dem Hügel. Jetzt war ich offen. So, M44. Kann jemand sehen, wo die M44 gerade hingeschossen hat oder hinguckt? Ja, die hat auf die Zu 100. Ach so. VK, rechts. Steht unten. Da ist er nochmal. Die Su 100 da hinten, die ist übel. Ja, gut, ich. Oh, Emil? Oh, Scheiße, bin am Frack hängen geblieben. Unser M44 könnte ja mal schießen. Ja, hat sie jetzt aber nur gestanden. Kann jemand auf dem. Ja, okay. Jetzt war ich gerade auf die Su eingeaimt, aber die ist jetzt zurückgefahren. Kriegst du die auf, wenn die da wieder hochkommt? Wenn sie da hinten hochkommt, eventuell schon, ja. Aber wenn sie hinten rumfährt, nicht, oder? Wird schwer. Dann stelle ich mich mal hinten hin. Habe ich schon gesagt, dass ich aufs Klo muss? Nein. Die könnte ja auch mal blind der einfach ist rein. Wegfahren. Der ist da wieder bestimmt drin. Weil die Su jetzt nämlich hinten hochfährt. Ist der doch bestimmt da wieder reingekommen. Wie viele Hitpoints hat die Su? Die war doch fast voll, oder? Ja. Ich darf halt nur das Geschütz von dem. Tja, hier stehen bleiben. Oh, oh, ich hab's, ja. Ich hab's, die steht direkt vor mir. Ich bin offen. Hab ihn gebounced. Ja. Ich bin offen. Ich muss die M44. Ich komm nicht durch bei der. Die schießt jetzt auch APCR. Ich hab jetzt gerade die halben Hitpoints weggeworfen, hab keinen Damage gemacht. Habt ihr den Panda im Blick hinter? Nee, wo denn? Wie denn? Warum? Ja, weil. Wir können auch nicht überall hinschießen. Ja, aber verteilen komplett auf der Map ist doch jetzt auch der falsche Weg.
Machen wir Warte, ich schieß auf den. Oh, ich bin auf den Scheiße. Okay. Ich muss halt jetzt ein bisschen gucken, dass ich die Zoom im Blick behalte. Nicht, dass die hier ziemlich. Da ist er. Boah, der hat verschossen. Die kommt jetzt vorne rum. Ja, ich versuche jetzt Nadja gleich zu helfen. Da ich ist versuch er. Außen rum. Steht. Damit ich den Panda wegkrieg. Bin offen. Ja. Scheiße. Ja, die stand auch noch hold down, also es war echt jetzt. Soll ich noch mal abgeben. Ich weiß auch nicht, was die M44 die ganze Zeit macht. Naja, jetzt können sie uns ausspielen. Das ist die Su. Ja, die muss offen sein, weil die Art hier, die M44. M44 schießt nicht. Nee. Da kommst du ran? Nee. Wo ist die denn? Hinterm Hügel gerade. Scheiße. Jetzt? Warte, ja, ich glaube jetzt. Na, nur kurz. Was ist denn das? Jetzt. Ja, genau. Ich weiß nicht, warum die M44 nicht schießt. Alter, ist diese scheiß verfickte Arti denn dumm oder was? Lediglich die Kette kaputt. Einfach mal schießen. Ja, das war's. Ja, AFK ist die, also die vielleicht jetzt mittlerweile. Die ist dumm. Der Arti-Spieler war einfach nur dumm. Der wird das ganze Spiel dann noch. War jetzt klar, hier stehst du halt komplett offen. Na, naja. Was soll's, so ist es halt. Statt hinten einfach. Ich weiß nicht, warum die am Ende nicht geschossen hat. War die leer? Nee, leer war die nicht. Ach, Quatsch. M44, wo ist sie denn? 700 Damage, ich weiß nicht, was die gemacht hat. 12 Mal geschossen, 3 Mal getroffen. War nicht anwesend so richtig am Ende. Er ist Anfänger. Mein Gott, spielt nur Arti. Ich sag dazu nichts. Ja, ja. 61% gewonnen heute. So. Schnuckis. Haben wir noch jemanden zum Horsten? Nee, haben wir nicht. Was macht denn Harald von Horn? Kategorie Kunst. Was macht denn der gerade? Ach, ja, Warhammer-Figuren macht er, glaube ich. Ja, Frauen, Kinder. Männer, Jungs, Muschis, Dödel. Das war doch mal wieder ganz toll heute. Unsere Siegrate ist phänomenal. Die Statisten sind einigermaßen brauchbar. Die Lotier-Gefechte waren eine Katastrophe. Wir haben uns alle lieb. Sehen uns am Freitag wieder auf YouTube mit Phoenix Point. Ich wünsche euch... Sind Sie schon raus aus dem Platoon? Ja, tschüss. Macht's gut. Ja, ich mag euch auch. Tschüss! So. Tschüss. vielen Dank an euch ganzen Verrückten da draußen fürs Einschalten und natürlich auch, ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist, fürs komplette Eskalieren. Mir fehlen so mittlerweile die Worte. Vielen Dank dafür. Wie gesagt, wir sehen uns am Freitag wieder. Habt noch eine schöne Woche. Bis dahin, gute Nacht und schönen Abend noch. Tschüss!